Star Citizen übersetzt. Euer Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung. Heute habe ich eine sehr lange Sendung für euch vorbereitet. Ungefähr eine Dreiviertelstunde geht sie, also nehmt euch Zeit, nehmt euch eine Kanne Kaffee oder ein Heißgetränk eurer Wahl. Und dann geht's los mit sehr vielen, sehr interessanten Inhalten. Starten tun wir mit dem Inside Star Citizen der letzten Woche. Und zwar aus folgendem Hintergrund. Hier wurde über das Docking gesprochen und über das Koppeln von Physics Grids. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, weshalb ich die Physics Grids nochmal separat betrachtet habe. Und wo wir dann schon mal dabei sind, habe ich euch gleich auch noch das Inside Star Citizen von der vergangenen Woche mit übersetzt. Denn hier ging es eben, wie gesagt, um das Docking und es gab einen Sprint Report. Dann gab es ein AMA in der vergangenen Woche, ein Ask Me Anything, da gehe ich auch nochmal schnell drüber. Und dann kommen wir zum Hauptteil, nämlich das Inside Star Citizen von diesem Donnerstag, wo wir einen Blick auf Orison bekommen, der atemberaubenden Stadt in den Wolken, über Crusader, über dem Gasgiganten Crusader. Und es gibt Informationen zum neuen Degradation-System, zum Abnutzungssystem. Auch ein sehr neues, spannendes Feature von Star Citizen. Ja, und dann gab es die Postmortem-Analyse. Sehr umfangreich. Alleine dieser Teil braucht eine Stunde, bis ich da durchgegangen bin. Und dann hoffe ich, dass ihr eine interessante Zeit mit diesem Video habt und wünsche euch viel Spaß. Bevor wir starten, möchte ich nochmal auf das AstroSam-Sprachpack für Eva hinweisen. Das wird morgen veröffentlicht, am morgigen Samstag oder je nachdem, wann ihr das guckt, also am Samstag. Und vorgestellt wird es von Denox auf seinem Streaming-Kanal, auf seinem Twitch-Kanal. Ab 21 Uhr geht es los. Ich werde so gegen 22 Uhr dazukommen und da wird euch das Sam, die simulierte Assistentenmatrix, vorgestellt. Wer die Premiere verpasst hat in der Verse Night am vergangenen Dienstag, auch den Link packe ich euch hier nochmal rein, dass ihr da nochmal reingucken könnt. War ein großer Spaß, das zu veröffentlichen. Die Überraschung war gelungen und wie gesagt, wir haben jetzt noch ein bisschen Qualitätssicherung betrieben. Einige Texte mussten nochmal korrigiert werden, aber jetzt sind wir soweit. Eva hat jetzt mit beiden Sprachpaketen, also einmal für die KI, einmal mit den Texten von mir, über 2500 Sprachdateien, ist 1,8 Gigabyte groß und der gute Chris McCloud hat auch noch eine neue UI gebastelt. Es gibt viele, viele Informationen auch zu den Schiffen, zu den Herstellern, zu den Orten, die ihr euch anhören könnt, während ihr durchs Verse fliegt. Insofern, ja, schaut mal rein, ladet es euch herunter. Und wenn ihr mit eurem persönlichen Namen angesprochen werden wollt, für jeden, der Chris und Denox ab 5 Euro unterstützt für ihre Arbeit, die in Eva reingeflossen ist oder reinfließt, da setze ich mich dann hin und spreche euren Namen ein, damit ihr von Eva, von Sam, dann auch mit eurem Namen angesprochen werdet. Also jede Menge interessanter Features und jede Menge Spaß. Und wie gesagt, los geht's am Samstagabend 21 Uhr mit der Vorstellung und dann könnt ihr euch das downloaden und nutzen. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie es euch gefällt und ob ihr Spaß mit dem Sprachpaket und generell mit Eva beim Spielen von Star Citizen habt. We took a lot of inspiration from sort of real life docking UI. CIG hat sich beim Entwurf der Docking-Mechanik von den Vorlagen der realen Welt inspirieren lassen. Dabei war die Umsetzung am Ende einfacher, als sie es sich vorgestellt haben. Im Grunde genommen zielt man auf das Schiff, an das man andocken möchte, und startet den Docking-Vorgang. Sie haben die Physics-Grid-Technologie weiter vorangetrieben. Und Docking ist nun eines der ersten Features, das die neue Möglichkeit nutzt, zwei Physics-Grids miteinander zu verbinden. Ein Feature, das schon seit langer Zeit in Entwicklung ist. Das Thema mit den Physics-Grids, den Physikgittern, ist schon so lange in Diskussion. Solange wir mit Raumschiffen im Verse herumfliegen und uns trotzdem darin bewegen können, ganz gleich in welche Richtung das Raumschiff sich bewegt, wir können in eine andere Richtung gehen, ohne eben
davon zu fliegen und von der Physik des Raumschiffes, von der uns bewegenden Umgebung beeinflusst zu werden, weil dieses Physikgitter-Raumschiff durch das Physikgitter-Verse fliegt. Und das war mit der Einführung von Version 2.0 etwas ganz Großartiges, etwas sehr Komplexes, Schwieriges, von dem nicht gedacht wurde, dass das eigentlich umzusetzen sein könnte. Für die alten Citizen-Hasen unter uns also ein ebenso altes Thema. Aber da es immer mehr Citizens gibt, die im Laufe der vergangenen Jahre hinzugekommen sind und die auch meine Videos gucken und für die dieser Bestandteil des Verse etwas Alltägliches ist, das man gar nicht mehr hinterfragt, möchte ich dieses Thema genau aus diesem Grund noch einmal aufgreifen. Was ist also so Besonderes, ja, beinahe Einzigartiges daran, dass wir in Star Citizen Physics Grids haben, die ineinander verschachtelt sind und jetzt sogar an- und abdocken können? Hierzu habe ich eine wunderbare Erklärung auf einer WordPress-Seite gefunden von einem User namens The Andromeda Ledger. Und diese Erklärung ist so gut geschrieben, dass ich sie zu diesem Zwecke meines Videos übersetzt habe und hier nutzen möchte. Wer sich das selber direkt durchlesen möchte, der findet den Link dazu in der Videobeschreibung. In einem traditionellen MMO und sogar in einigen Einzelspielerspielen werden die Orte, die man betreten kann, oft durch einen Ladebildschirm getrennt. Zum Beispiel, wenn man in Final Fantasy XIV tauchen möchte, wird man mit einem Ladebildschirm begrüßt, der einen prompt unter der Wasseroberfläche landen lässt. Das Spiel trennt Unter- und Überwasser, weil sich die Physik in diesen beiden Zonen grundlegend unterscheidet und in der traditionellen Spielentwicklung jede Zone typischerweise einem Satz von Gesetzen unterliegt, die die Physik und andere Dinge wie Kollisionen und so weiter bestimmen. In unserem Unterwasserbeispiel hat sich die Physik des Spielers geändert, da er nun wie im Flug umherschweben kann unter Wasser und auch die Bewegungsmuster des Charakters unterscheiden sich von denen über Wasser. Einige Spielmechaniken könnten sich ebenfalls ändern. Dieses Vorgehen ist der Industriestandard für die Verwaltung systemweiter Änderungen wie der Physik. Der Grund dafür? Die meisten Game Engines sind einfach so aufgebaut, wo die Regeln für eine ganze Zone definiert sind. Aus einer Programmierperspektive ist dies eher als Zoning oder Instancing bekannt. Während dies aus Sicht der Entwicklung wie eine ernsthafte Einschränkung erscheinen mag, hat es tatsächlich mehrere Vorteile. Durch das Absperren von Teilen des Spiels lässt sich die Last der Bandbreite viel einfacher verteilen. Jedes Mal, wenn Spieler eine neue Zone betreten, befinden sie sich effektiv auf einem neuen Server, der von den anderen getrennt arbeitet. Das bedeutet, dass das Spiel nur eine bestimmte Anzahl von Assets laden muss und die Weitergabe dieser Informationen über das Internet wird einfach im Zeitfenster des Ladebildschirms vorgenommen. Der Ladebildschirm gibt dem Spiel also Zeit, die Charakterinformationen an die neue Zone weiterzugeben, sodass alles wie vorgesehen funktioniert. Durch die geringere Größe der Zone muss man sich keine Gedanken machen über Dinge wie Draw Distance und prozedurale Generierung. Alles wird geladen beim Betreten einer neuen Zone. Mit diesen Vorteilen ist es nicht verwunderlich, warum dies die bevorzugte Methode der Spielentwicklung für die meisten Online-Spielentwickler geworden ist. Es ist einfach. Viel einfacher, als zu versuchen, alles live zu machen, wo die Bearbeitungszeit dann nahtlos sein muss. Jetzt ist euer Gedanke vielleicht, naja, das passiert doch in Spielen gar nicht mehr. Und damit hättet ihr recht. Für Singleplayer-Spiele. Das liegt daran, dass der Kommunikationsaufwand für Dinge wie Physik in einer MMO-Umgebung viel größer ist. Wenn ein Spieler in einem Einzelspielerspiel springt, dann ist das die einzige Sache im Spiel, das für die Engine relevant ist. Nämlich für die Person selbst, für die Berechnung der Person. Den Rest des Systems kümmert diese Aktion nicht und braucht es auch nicht. In einem MMO ist das nicht der Fall, da andere Spieler den Sprung des Spielers sehen müssen, weshalb diese Information an jeden Spieler in der Instanz weitergegeben werden muss. Der Aufwand, diesen konstanten Strom von Informationen zu verarbeiten, steigt exponentiell, wenn das System auch noch bestimmen muss, nach welchem Regelwerk diese Informationen verarbeitet werden müssen. Daher ist die Art und Weise, wie die meisten MMOs mit diesem Problem umgehen,
es zu umgehen oder zu ignorieren. Mit anderen Worten, die meisten Spieleentwickler hatten noch nie das Bedürfnis, sich über den Standard hinwegzusetzen, also haben sie es auch nicht getan. Star Citizen jedoch hat dieses Bedürfnis. Da Star Citizen sich gegenüber den Backern verpflichtet hat, im Rahmen der Stretch Goals das Spiel frei von Ladebildschirmen zu halten, ist das Ein- und Aussteigen in ein Schiff alles physicalized, was bedeutet, dass wir das Schiff in Echtzeit betreten, ohne uns in eine neue Spielzone einzuladen. Das Schiff ist also keine Zone, es ist ein Objekt. Und das ist ein Problem. Warum? Nun, innerhalb der traditionellen Spieleentwicklung ist die Zone der Ort, innerhalb dessen Objekte existieren. Die Physik wird nicht einem Objekt zugeordnet. Sie ist der Zone zugeordnet. Objekte werden also dazu gebracht, den Gesetzen, den Physikgesetzen der Zone zu gehorchen. Schiffe sind Objekte, genau wie Charaktere, Waffen, Kleidung und Plüschpinguine. Daher musste Star Citizen die Funktionsweise der Physik ändern, wenn sie wollten, dass Schiffe mit mehreren Besatzungen funktionieren, ohne die Spieler in eine neue Zone zu laden, wenn sie das Schiff betreten. Stellt euch das so vor: Wenn ihr in ein Schiff steigt und das Schiff euch keine Physik geben kann, weil es keine Zone ist, wie kann euer Charakter dann im Schiff herumlaufen? Wenn sowohl das Schiff als auch der Charakter die Physik der Umgebung übernehmen würden, dann würde sich das Schiff jedes Mal, wenn es sich dreht, ohne den Charakter drehen, weil sie nicht miteinander verbunden sind und den Spieler gegen oder durch die Schiffswand in den sicheren Bildschirm totschicken. Um das in den Griff zu bekommen, entwickelte CIG das, was wir heute als Nested Physics Grids kennen, als verschachtelte Physikgitter. Das ist ein völlig neues Konzept in der Spielindustrie, besonders in einem Online-Spiel. In Star Citizen wird dem Objekt effektiv ein eigener Raum zugewiesen, der seine eigenen Gesetze hat. Alles, was sich in diesem Schiff befindet, gehorcht also nun den Gesetzen dieses Schiffsgrids, während das Schiff selbst den Gesetzen der Umgebung gehorcht. Jetzt kann ein Charakter in einem Schiff herumlaufen, ohne dass die Trägheit ihn in den Tod stürzen lässt. Juhu! Mit der Einführung von verschachtelten Physikgittern hatte die Arbeit jedoch gerade erst begonnen. Diese Grids führen eine ganze Reihe von Problemen ein. Um euch eine Vorstellung davon zu geben, sind hier einige Beispiele aufgeführt, die zeigen, wie verschachtelte Physikgitter eine Rolle bei diesem Problem spielen. Höchstwahrscheinlich werdet ihr alle ein paar dieser Probleme wiedererkennen. Das Betreten und Verlassen von Schiffen ist ein Programmier-Albtraum. Habt ihr schon einmal versucht, ein Schiff in der Schwerelosigkeit zu betreten, nur um dann 500 Meter weit weggeschleudert zu werden? Das passiert, weil das Spiel versucht hat, die Gesetze eures Charakters von 0G, also von Schwerelosigkeit, auf Schiffsgravitation zu ändern, während ihr das Grid überquert habt. Aber euer Charakter hat es nicht rechtzeitig ins Schiff geschafft, aufgrund von Lags oder unerwarteten Spielereingaben. Das hatte zur Folge, dass eure Spielcharaktere anfingen, aus dem Schiff zu fallen, bis das Spiel die Physikgesetze eures Charakters wieder änderte. Wie kann man so ein Problem bewältigen? Ein Schiff in ein Schiff zu bekommen oder ein Fahrzeug in ein Schiff, das ist auch ein Albtraum, wenn auch nicht aus dem gleichen Grund. Da jedes Schiff sein eigenes Physikgitter hat, neigen sie dazu, sich zu bekämpfen, wenn sich ein Schiff in einem anderen Schiff befindet. Zum Beispiel, soll der Rover im Schiff der Umgebungsphysik oder der Schiffsphysik gehorchen? Die meisten sind so programmiert, dass sie der Umgebung gehorchen, sodass es schwierig sein kann, im Schiff zu bleiben. Verschachtelte Physikgitter sind über das Internet schwer zu verarbeiten. Wenn ein Charakter auf einem Schiff ist, muss er der Schiffsphysik gehorchen. Das Schiff wiederum gehorcht der Umgebung bzw. der Umgebungszone. Aber da das Schiff seinen Inhalt nicht instanziert, bewegt sich der Charakter im Inneren des Schiffes auch gemäß der Umgebungsphysik, während er immer noch der Schiffsphysik gehorcht, da das Schiff den Spieler mit sich führt. Für ein MMO bedeutet dies,
dass die Daten des Charakters effektiv zweimal verarbeitet werden. Einmal für das Schiff und einmal für die Umgebung. Stellt euch nun einen Planeten vor, der im Grunde ein riesiges, verschachteltes Physikgitter ist, auf dem ein Schiff fliegt, in dem sich ein Rover befindet. Und ein Spieler sitzt in diesem Rover. Versteht ihr, wie das plötzlich in eine extreme Last für die CPU ausartet? Das ist der Grund, warum manche Charaktere gelegentlich aus dem Schiff fallen. Die Daten, die dem System sagen, dass euer Charakter der Schiffsphysik gehorchen soll, werden aus irgendeinem Grund nicht geladen. Und plötzlich kennt euer Charakter nur noch die Physik der Umgebung, was den Charakter zum Stillstand bringt, während das Schiff ohne euch davonfliegt. Eine Rakete dazu zu bringen, ein Schiff zu treffen, ist eine große technische Hürde. Raketen sind schnell und müssen die Stelle, die sie treffen, beschädigen. Aber um das zu tun, müssen sie zuerst das Physikgitter des Schiffes, das die Rakete abgefeuert hat, verlassen und dann das Physikgitter des Zielschiffes durchqueren. Aber im Gegensatz zu allem anderen muss die Rakete die Regeln dieser beiden Gitter ignorieren und ununterbrochen weiterfliegen. Das Problem ist, dass das System diesen Crossover von einem Grid zum anderen noch verarbeiten muss, da es alle Informationen, wie Geschwindigkeit, Winkel und so weiter, an das Grid weitergeben muss, das sie nun verwalten wird. Das führt zu einer Verzögerung und ist der Grund, warum Raketen früher häufig explodierten, wenn sie gestartet wurden, und auch, warum sie ständig vom Ziel wegflogen. Sie reagierten auf unerwartete Weise auf den Verlust der Daten über ihre Geschwindigkeit und Ähnliches. CRGs Antwort auf dieses Raketendilemma war die Erfindung eines eigenen Projektilmanagers. Und wir hoffen, dass das den Zweck erfüllt. In Anbetracht all der Herausforderungen, die diese Gitter darstellen, diese Grids, ist es ein Wunder, dass CRG das geschafft hat. Sie haben Jahre damit verbracht, die Technologie zu verfeinern. In Alpha 2.0, als Multicrew-Schiffe im Begriff waren, virtuelle Wirklichkeit zu werden, da dachten viele Bäcker mit Programmierkenntnissen, dass dies die Sache sein würde, die CRG nicht bewältigen könnte. Und sie wurden erfreulicherweise eines Besseren belehrt. Doch trotz der unglaublichen Errungenschaft, die erfolgreiche Implementierung von verschachtelten Physikgittern darstellt, ist der Schmerz der Fehler immer noch sehr real. Wenn man allerdings weiß, warum diese Fehler existieren, wird es definitiv etwas einfacher, sie zu verstehen. Die Existenz von Schiffsphysikgittern und noch wichtiger die Reduktion der Anzahl an Instanzen, die damit einhergeht, das ist der Katalysator für viele der Technologien, die heute implementiert werden, wie zum Beispiel Object Container Streaming. Wenn wir also diese Technologie verstehen, werden wir hoffentlich ein besseres Verständnis für die aktuellen Herausforderungen bekommen. Soweit der wirklich tolle Beitrag von The Andromeda Ledger. Quasi ergänzend dazu, nur 2 Jahre früher, schrieb ein User auf Reddit zu den Physics Grids Folgendes. Ich möchte nur ein wenig auf das Ausmaß dessen eingehen, was CRG mit dem Physiksystem, das sie erschaffen, erreicht. Ich bin ein Senior Computer Engineering Student und ein Hobbyspieleentwickler, und selbst mit dem begrenzten Wissen, das ich bisher habe, kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass das, was CRG in Sachen Physik bereits erreicht hat, zu den besten Engine-Arbeiten der Branche gehört. Wirklich akkurate und realistische Physiksysteme gibt es außerhalb von Ingenieursberufen nicht wirklich, da sie in der Regel von sehr gut bezahlten Programmierern für sehr vermögende Firmen entwickelt werden, die diese Systeme auf sehr hochwertigen Rigs und im Extremfall auf Supercomputern laufen lassen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Der erste und offensichtlichste: Physik ist schwierig. Sicher, die Grundlagen sind einfach genug zu verstehen, aber wenn man mehr und mehr Variablen ins Spiel bringt, dann steigt die Komplexität exponentiell an. Zweitens würde selbst der schnellste Gamer-PC anfangen zu weinen, wenn er eine anständige Physiksimulation mit einem Haufen anderer Spielsysteme berechnen müsste. Wie also will CRG das alles erreichen? Erstens werden sie ein wenig schummeln. Sie werden über das hinausgehen, was jedes Spiel dieser Größenordnung zuvor getan hat, aber sie werden keine Physikvariablen berücksichtigen, die sie nicht für notwendig erachten,
denn sie schicken ja auch keine echten Menschen ins All. Zweitens, werden sie wirklich, wirklich effizient mit der Speichernutzung sein? Das ist das, was mich am meisten beeindruckt, weil ich einige persönliche Erfahrungen habe. Und wenn sie das schaffen, dann machen die Leute, die daran beteiligt sind, eine Arbeit, die ein sechsstelliges Gehalt wert ist, obwohl sie in Wahrheit sicherlich weniger beziehen werden. Das ist wahre Leidenschaft für ihre Arbeit und ich habe nichts als Respekt für jeden, der nicht nur an dem Physiksystem arbeitet, sondern auch an allen anderen Systemen ähnlicher Komplexität, die an diesem erstaunlichen Spiel beteiligt sind. Jetzt wisst ihr, beziehungsweise habt euch vielleicht auch nochmal in Erinnerung gerufen, warum Star Citizen auch in dieser Hinsicht technisch so besonders ist. Gut, aber wenn wir eh schon bei diesem Inside Star Citizen sind, dann übersetze ich euch das eben auch noch schnell, bevor es im Anschluss dann an das aktuelle Inside Star Citizen dieser Woche geht. Also, zurück zur Constellation und der Undock-Mechanik. For quite some time, but we're testing that on a real gameplay feature. We've made a new airlock that lets you properly airlock at the back of the Constellation. Die Conny verfügt nun über eine funktionierende Luftschleuse, wie wir sie zum Beispiel von Port Olisar kennen. Und auch Ein- und Ausstieg zwischen Merlin und Constellation hat viele Arbeitsstunden verbraucht, um diese Spielerfahrung wirklich reibungslos zu gestalten. Wie gesagt, beginnt der Docking-Vorgang damit, dass man die Conny anvisiert, als würde man auf sie schießen wollen. Anstatt zu schießen, drückt man aber eine Taste, die aktuell dieselbe ist wie die Landetaste, meines Wissens nach also N. Sobald der Pilot der Conny die Anfrage bestätigt, wechselt das HUD-Display des Merlin-Piloten, sodass man damit sowohl manuell als auch automatisch andocken kann. Meines Verständnisses nach funktioniert das genauso wie der Autopilot auf den Landepads. Entgegen früherer Aussagen, die von einer ausschließlich automatischen Docking-Mechanik sprachen, kann man diesen Vorgang also auch manuell durchführen. Dazu muss man die grünen Punkte im Auge behalten und übereinander bringen. Und dann gibt es dieses kleine rote Kästchen, das man, während man seine Merlin relativ zur Constellation bewegt, mitbewegen kann. Das Ziel dabei ist es, das Kästchen in die Mitte zu bekommen, womit man dann weiß, dass man ziemlich genau an der richtigen Stelle ist. Wie zuvor angedeutet, kann man nur andocken, wenn der Pilot, der Conny, dem zustimmt. Beim Spawnen der Conny am ASOP-Terminal muss man zukünftig darauf achten, im VMA, im Vehicle Manager App des MobiGlas, die Merlin der Conny hinzuzufügen. Andernfalls spawnt die Constellation ohne die Merlin. Other ship-in-ship spawning situations, but I'm pretty confident that this is a good first step in this direction. And certainly going forward, it's going to be easier and easier for us to do this kind of thing. Ship-to-station docking is quite a different process to. Das Schiff-zu-Station Docking unterscheidet sich eigentlich grundlegend von der zuvor beschriebenen Docking-Mechanik zwischen Constellation und Merlin. Dennoch hat CRG versucht, viele der zugrunde liegenden Systematiken konsistent aufzubauen. Die ersten Schiffe, die an Stationen andocken können werden, sind die Hammerhead und die 890 Jump. Für den Docking-Vorgang muss man die Station als Ganzes anvisieren. Wenn man die Freigabe vom ATC erhalten hat, wird das System einen freien Docking-Port suchen und diesen dem Schiff euch zuweisen. Dann beginnt der Docking-Vorgang, der prinzipiell ähnlich dem Docking zwischen Merlin und Conny mit demselben HUD funktioniert. Head-Up-Display. Im Falle der Station aber fahren die Docking-Arme aus. Man sieht, wie dieser Docking-Arm animiert wird, um einen bestimmten Punkt zu erreichen. Wir werden zu diesem Punkt geführt, an dem der Arm sein wird, wenn er seine Animation beendet hat. Wenn wir es also schaffen, an die korrekte Stelle zu manövrieren, bevor der Arm seine Animation beendet hat, wird er einfach animiert und verbunden. Andernfalls, falls der Arm also ausgefahren ist und wir noch unterwegs sind, wird er mit dem Schiff verbunden, sobald wir an diesem Punkt angekommen sind und können dann das Schiff verlassen. Die Türen öffnen sich und durch den Andockarm kommen wir in die kleine Lobby, die CRG gebaut hat. Weiterhin gibt es einen relativen Modus für die Andockstelle, der es uns ermöglicht, die Ansicht zu ändern. Wenn wir also versuchen, uns auszurichten mit dem Schiff und es uns schwerfällt, die korrekte Position einzunehmen, können wir von der Cockpit-Ansicht so wechseln, dass wir quasi durch die Andocköffnung nach draußen auf unser eigenes Schiff schauen.
Später soll es natürlich, wie übrigens auch im AMA erwähnt, einen Kameramodus oder dedizierten MFD Docking Management Screen geben, mit dem wir in der Lage sind, auch vom Cockpit aus zielsicher andocken zu können. Perfectly. And the square goes green and all of the little indicators are telling you that you've done a good job. It's just really satisfying. Und jetzt geht's in den Sprint Report und rein in die irdischen Tiefen der Höhlen. Das Planet Content Team betreibt hier sozusagen Höhlenforschung, indem sie weiterhin neue und vielfältige Höhlen und deren Eingänge erforschen, die sowohl für Bodenfahrzeuge als auch für Raumschiffe geeignet sind. Was wir hier sehen, sind frühe Designexperimente, die auf den Konzeptzeichnungen aufsetzen. Diese nun in-Engine begehbaren Konzepte, die mit einer Handvoll Assets nur grob erstellt werden, bekommen die Directors vorgestellt, damit alle Beteiligten entscheiden können, in welche Richtung die weitere visuelle Entwicklung gehen soll. Im Fokus dieses Sprints stand die Erforschung neuer Traversal-Optionen für Bodenfahrzeuge wie den Grey Cat Rock. Diese neuen Optionen sind notwendig, weil die Designer eine Vielzahl von neuen Missions- und Bergbaumöglichkeiten für Spieler hinzufügen wollen, die ausschließlich mit speziellen Fahrzeugen in den unterirdischen Tiefen von Stantons Planeten und Monden unterwegs sind. Sie erforschen auch kreative Traversal-Optionen für Raumschiffe, bei denen erfahrene Piloten ihre Schiffe vorsichtig durch das klaustrophobische Terrain navigieren müssen, um sich zu einigen, der am schwierigsten zu erreichenden Schätze von Star Citizen durchzirkeln zu können. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist es jetzt sehr wichtig, diese sehr ausgefallenen Ideen zu erforschen und zu bestimmen, welche davon auch wirklich geeignet sind, um die Entwicklung in diesem frühen Debug-Zustand voranzutreiben, der hier zu sehen ist, damit die Artists nicht am Ende ihre Zeit damit verschwenden, etwas in einen finalen Zustand zu bringen, das am Ende für die Spieler unmöglich zu spielen und zu entdecken ist. Während diese Teammitglieder an den Höhlen arbeiten, haben andere Mitglieder des Planetenteams vor kurzem einen Sprint abgeschlossen, in dem sie einige der neuen Harvestables entwickelt haben, die im kommenden Pyro-System zu finden sein werden. Wie zum Beispiel diese Photea Scrub, eine Pflanze, die für ihre Fortpflanzung auf Sonneneruptionen angewiesen ist, die sonst die Planetenoberfläche verkohlen würden. Und die Pangala, eine einzigartige Pflanze, bei der fast jeder Aspekt ihres Wachstums dem goldenen Schnitt folgt, was sie bei Pflanzensammlern, die sie kultivieren wollen, sehr begehrt macht. Und nachdem die endgültigen Konzepte genehmigt wurden, ist der nächste Schritt, in die Produktion zu gehen, sodass diese beiden eines Tages die Landschaften der Planeten und Monde von Pyro zieren werden. Und hier sehen wir eine Sprengladung, die zum Aufbrechen verschlossener Türen sowohl im Persistent Universe als auch in Squadron 42 verwendet werden können wird. Nach dem Ausflug in die neue Welt der Logos vergangene Woche gibt's auch hier große Fortschritte. Kürzlich wurden mehrere neue Marken zur Überprüfung den Directors vorgestellt, darunter Tiptop, die mundgerechten Tapioca-umhüllten Knödel von Terra Mills, Fishringers, der frittierte Fischring, der sein Leben als beliebter Strandsnack in einem umgebauten Donutladen auf dem Planeten Kessel begann, und Pyrotechnik Amalgamated, die inzwischen aufgelöste Bergbaufirma, die für die ursprüngliche Entdeckung des Pyro-Systems und die Aufgabe der Ruin Station verantwortlich war. Jetzt geht es um die Frage, welcher dieser Marken ihren Weg in das PU finden wird. Auch die Arbeit an den Colonial Homesteads geht weiter. Das Requisitenteam hat sich mit einer Vielzahl von Gegenständen im Zusammenhang mit Lebensmitteln eingebracht, die einen der wichtigsten sozialen Bereiche mit visuellem Leben füllen soll. Gemeinschaftsräume wie dieser werden wesentlich dazu beitragen, dass sich die NPC-Siedlungen im PU gleichzeitig lebendig und bewohnt anfühlen, während sie als potenzielle Missionshubs dienen. While also serving as potential mission hubs, drop-off points and general. Und damit ihr nicht denkt, dass das Requisitenteam nur ans Essen denkt, sie haben sich auch mit der Welt der Stühle beschäftigt. Broke out into the world of chairs. Mit Tischen, Lichtern, Steuerungselementen, Pflanzen, Regalen und vielem mehr.
Aber auch außerhalb der Homesteads hat das Requisitenteam in einem frühen Sprint nach Möglichkeiten gesucht, einige der Kiosk-Terminals, die im gesamten Stanton-System zu finden sind, neu zu gestalten. Mit einem speziellen Blick auf diese offiziellen Bußgeld-Kiosk-Terminals aus den Büros der Imperial Justice. Sicher, dem Staat seine Schulden zu bezahlen, ist nicht die lustigste Sache der Welt, erklärt Jared, aber das heißt nicht, dass das nicht mit Stil passieren kann. Und zuletzt werfen wir einen sehr schnellen Blick auf ein mögliches Layout für die derzeit noch namenlose Reputationsmanager-App für das Mobiglas. Mit der ersten Iteration der Reputation, die kürzlich in 3.12 veröffentlicht wurde, ist diese frühe Erforschung ein aufregender nächster Schritt in der Entwicklung dieses lang erwarteten Features vom USPU Gameplay Feature Team. Das war das Inside Star Citizen und weiter jetzt noch mit einem kurzen Blick einer Zusammenfassung des AMA, Ask Me Anything, Frag mich irgendetwas, des Vehicle Experience Teams. Hier haben Rede und Antwort gestanden Richard Towler, Joe Edgley, Jonathan Young und Yogi Klett. Gerade Yogi Klett ist ja ein sehr aktiver CIG-Mitarbeiter, Senior Gameplay Programmer. CIG möchte die Spieler zwar nicht in bestimmte Geschwindigkeitsbereiche zwingen, sie planen aber, die Spieler zur Einhaltung langsamerer Geschwindigkeiten mittels Gameplay-Parametern zu motivieren. Das Wie wird aber noch evaluiert. Sie investieren dabei viel Zeit und Ressourcen in die Entwicklung einer guten Kampfgeometrie, also die Art und Weise, wie sich Schiffe umeinander bewegen können, und nähern sich dazu sowohl von einem mathematischen als auch von einem erfahrungsbezogenen Standpunkt aus. Letztendlich wollen sie nicht, dass sich das Fliegen wie auf Schienen anfühlt oder als ob man eine Kamera steuert, aber sie wollen trotzdem ein richtiges 6DOF-Erlebnis bieten. Die Entwicklung der Kondensatorsysteme des Capacitor-Gameplays basiert tatsächlich auf dieser Anforderung. Das wird es CRG ermöglichen, mehr Variation in den Dogfight zu bringen, um ein sinnvolles und spaßiges Erlebnis zu schaffen. Das Ziel von CRG ist es, übergreifend mit den Komponenten und Leistungsparametern speziell den Kampf organischer zu gestalten, sodass es um mehr geht als nur um Rüstung und Waffenschaden. So werden übergreifend die Leistung, Waffenbalance und die Crew-Effizienz den Erfolg oder Misserfolg eines Kampfes maßgeblich beeinflussen. Als ein kleines Beispiel überhitzen die Schubdüsen zurzeit sehr schnell. Mit dem vollständig implementierten Capacitor-Gameplay wird es eine Aufteilung geben zwischen kurzfristigen Konsequenzen der Verwendung der Schiffssysteme sowie langfristige, wie eben sich kumulierende Hitzewerte. Die Idee ist, dass in einem 1-Minuten-Dogfight die Hitze nicht so sehr ins Gewicht fällt. Wenn man jedoch 10 Minuten oder länger kämpft, wird die Hitze zu einem Problem, das verwaltet werden muss. Die Informationen auf dem UI, auf dem User-Interface, die aktuell zu einem totalen Informationschaos führen, sollen reduziert werden. Man arbeitet daran, hat aber noch kein Zieldatum. Bevor die G-Kräfte wieder ins Spiel zurückkommen, möchte CIG das Gameplay mit den Capacitors, mit den Kondensatoren, fertigstellen und vollständig implementiert haben. Das Thema Landekameras, was wir auch gerade im Inside Star Citizen angerissen haben, das heißt, dass man zukünftig eben nicht mehr per F4 in die Außenansicht gehen muss, um sein Schiff vernünftig landen zu können, das war bislang auf der langfristigen Liste für nicht priorisierte Themen. Allerdings ist es durch die Undock-Mechanik, wie gesagt, wieder zurück ins Gespräch gekommen. Multicrew-Schiffe fühlen sich aktuell in jedem Szenario wie Underdogs an, also vergleichsweise chancenlos gegenüber Singleplayer-Schiffen, moniert ein Spieler im Rahmen des AMA. CRG erklärt, dass die Spielerfahrung von den gewählten Schiffen abhängt und davon, was sie tun sollen. Ein zweiter Mannschaftssitz sollte so nicht automatisch doppelte Kampfleistung bedeuten. Aber sie wollen natürlich, dass ein Mannschaftssitz eine Rolle spielt und einen Unterschied macht. Dieser Teil des Spiels ist natürlich noch nicht vollständig entwickelt, aber man hat doch inzwischen deutliche Fortschritte dahin gemacht. So sind die ersten Schritte mit den Geschütztürmen gemacht worden, die nun nicht mehr unter Kontrolle des Piloten stehen. Crewsitze werden also ein Kraftmultiplikator sein, wenn auch nicht unbedingt um den Faktor 2. Die Arrow und Talon sind aktuell zwei der leistungsstärksten Schiffe. Betonung liegt dabei auf aktuell, denn das Balancing der Schiffe wird sich in Zukunft immer wieder verändern.
Allerdings wird das Gesamtbalancing homogenisiert, indem verschiedene Schiffsgruppen gebildet werden, sodass zum Beispiel bestimmte Raumschiffgruppen in ihren Flug- und Kampfeigenschaften sozusagen näher zusammenrücken. Gleiches gilt übrigens für alle Flug- und Zielassistenzsysteme wie Gimbal Assist oder die Pip-Stabilität. Nichts ist festgelegt zum aktuellen Zeitpunkt und wird sich immer wieder ändern. Und wo wir beim Pip, dem Vorhaltepunkt, sind, dessen Hin- und Her-Wackeln, dieses Problem wird tatsächlich durch mehrere Probleme verursacht, die alle zusammenkommen. CRG hat bereits einige Dinge ausprobiert, aber die Arbeit mit solchen Vorhersagen, was der Vorhaltepunkt nun einmal ist, das ist nicht die einfachste Sache in der Spielentwicklung. Man hat noch keine finale Lösung gefunden, aber das Thema steht weit oben auf der Prioritätsliste. Summa summarum ist festzustellen, dass das Balancing eine unglaublich komplexe Sache ist, die eine Vielzahl von Spielobjekten und Komponenten betrifft, Schiffe selbst und im Verhältnis zueinander bewegliche Teile und interagierende Elemente mit den Schiffen, wie zum Beispiel Triebwerke, Stromverbrauch, Wärmeentwicklung und so weiter. Schon die Änderung eines einzigen Wertes mag sich abgegrenzt gut anfühlen, könnte aber mit Blick auf die Gesamtbalance unvorhergesehene Konsequenzen haben. Die Gesamtbalance anzupassen braucht also seine Zeit. CRG wird sich dem aber Schritt für Schritt annähern. Die Spezialisierung, Fokussierung von Schiffen und ihren vorgesehenen Rollen wird sich im Laufe der Entwicklung definitiv erhöhen. Ein großer Teil der Arbeit von CRG in diesem Jahr wird darin bestehen, die Abstimmungen und Fähigkeiten der Schiffe zu ändern, damit sie zu ihren vorgesehenen Rollen und Zwecken passen. Die groben Pläne wurden bereits festgelegt, aber das alles umzusetzen wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Lichter und Türschalter werden bei allen Schiffen hinzugefügt, sobald diese im Rahmen einer irgendwann zukünftigen Überarbeitung jeweils angefasst werden. Das Ziel mit dem Missile Operator Mode ist es, das Abfeuern von Raketen oder Torpedos zu einem viel größeren Event werden zu lassen. Die Entscheidung, eine Rakete oder Torpedo zu wählen, also ob man überhaupt eine Rakete oder Torpedo wählt oder ob man eine Rakete oder einen Torpedo wählt, das soll eine spezifische Entscheidung sein. Der Missile Operator Mode vereint viele der Dynamiken, an denen CRG gearbeitet hat. Zum Beispiel muss man entscheiden, ob man sich aus großer Entfernung wirklich dazu entscheidet, eine Rakete abzuschießen und sich damit aber auch einem größeren Risiko aussetzt, dass die Verteidigungssysteme die Rakete abschießen werden. Diese Rakete kann mit allen Gegenmaßnahmen abgelenkt werden, von anderen Schiffen abgefangen oder von einem Geschützturm zerstört werden. Man kann sich aber als Spieler auch entscheiden, im Rahmen des Missile Operator Modus, eine riskante Variante zu wählen, man sich durch die Feinde durchkämpft oder durchschleicht, um so sein Schiff ganz nah an sein Ziel heranzubringen, um so die Chancen auf einen erfolgreichen Treffer zu erhöhen. Und wenn man richtig gut ist, sein Ziel sogar ohne Target-Lock zu treffen. Und das wird ein großes Erfolgserlebnis sein, schreibt CIG. Die Physik der Bodenfahrzeuge wird komplett überarbeitet, sodass sie sich realistischer verhalten werden, ebenso die Physik für Raumschiffe in Atmosphären weiter angepasst wird. Hierzu wird unter anderem die Bewegung von Manövriertriebwerken auf Steuerflächen verlagert, wodurch die Raumschiffe in der Atmosphäre ein extremeres Verhalten zeigen können, als es derzeit mit Triebwerken allein möglich ist. Und der Nova Tonk wird sich natürlich wie ein richtiger Panzer verhalten und wird fahren können und seinen Turm drehen. Ich bin sehr gespannt. So viel zum Inside Star Citizen der vergangenen Woche und zu dem AMA, zu dem Ask Me Anything. Und jetzt gehen wir rein in das Inside Star Citizen von dieser Woche. CRG wollte mit Orizon einen Ort schaffen, der sich visuell von allem anderen unterscheidet, was sie bisher gemacht haben. Als jemand im Verse ist es eine Art Ziel. Es hat diesen einzigartigen offenen Raum und dieses Gefühl, das es von vielen anderen Landezonen unterscheidet. Das wirklich Einzigartige an Orizon ist, dass es eine schwebende Stadt ist, in der Crusader Industries all seine Schiffe herstellt. Es ist ein wirklich großartiger Ort, an dem diese Firma ihr gesamtes Netzwerk aufgebaut hat, einschließlich der Orte, an denen die Leute, die für sie arbeiten, leben, einkaufen und all diese Dinge. Eine Sache, die CRG von früheren Landing Zones gelernt hat und die sie auf Orizon anwenden konnten, war diese Idee, sich auf Orte zu konzentrieren, die man besuchen kann.
Mit dem Gedanken im Hinterkopf wussten sie bereits, dass es ein wirklich herausragender Ort sein musste, an dem alles wunderschön anzuschauen ist. Alles ist landschaftlich reizvoll im Vergleich zu den anderen Orten. Sie haben versucht, die Navigation für den Spieler zu verbessern und alles ein bisschen einfacher zu gestalten. Viele neue Assets wurden erstellt, die einfach viel mehr Bewegung in die Umgebung bringen. Die Handelsplattform oder wie die Leute sie in Horizon nennen, das Cloud View Center, ist so etwas wie die Hauptdrehscheibe von Horizon. Tatsächlich soll es das Gefühl von fast, nicht ganz, einem Themenpark geben, aber dieses Gefühl von Prunk vermitteln, das man dort erwarten würde, wenn der Spieler an der Handelsplattform direkt vor ihnen ankommt. Nach dem Verlassen des Bahnhofs gibt es einen netten Ruhebereich mit ein paar schicken kleinen Bäumen. Im Regelfall sind die Wohnviertel recht statisch, es gibt nicht viel, was sich bewegt, aber was CIG mit Horizon machen wollte, da es im Wesentlichen aus einer Menge Gärten besteht, die über einem Gasriesen herumschweben, ist es, dass sie die Möglichkeit haben, mit Wind zu spielen. Dazu hatten sie verschiedene Ideen, aber der Kirschblütenstil der Bäume stach heraus, weil man damit den Effekt erzielen kann, dass die Dinge im Wind wehen. Das sieht nicht nur hübsch aus, sondern vermittelt auch einen beruhigenden Raum, in dem man sich entspannen kann. Eine der Hauptattraktionen ist diese einzigartige Kreatur, allgemein bekannt als Weltraumwal, als Space Whale, der dort zwischen den Wolken des Gasriesen lebt und eine große Attraktion ist. Die Einwohner von Horizon wollten das Wesen auf dramatische Weise hervorheben und entwickelten eine wirklich beeindruckende Windskulptur. Sie sieht aus, als würde der Wal eine große Welle hinter sich herziehen, was wiederum mit dem Gefühl von Wind und Bewegung auf der Plattform zusammenhängt. Green Circle sind die Hauptwohnbereiche auf Horizon. Sie sind eine Art Mix aus einem Hotel und Wohnungen. Die Leute bleiben, wenn sie Horizon besuchen, und es hat eine wirklich wunderschöne Lobby. It's got a really gorgeous lobby that you can come into with a new feel, and one of my favorite features is. Es gibt einen Whirlpool-Sauna-Bereich mit atemberaubendem Blick auf die Aussicht vom Cloud View Center. Die Habs, die Wohnbereiche, sind sehr ähnlich zu denen, die CIG bisher entwickelt hat. Der Unterschied ist, dass die Artists hier viel von dem Aussehen und dem Gefühl von Horizon in die Habs bringen. Es wird ein bisschen mehr organische Materialien wie Holz geben, ein paar mehr Pflanzen, und es wird sich einfach ein bisschen wohnlicher anfühlen, anstatt kalt und hochtechnisch. Stratos im Cloud View Center ist das Haupteinkaufsgebäude. Es wird sich sehr von vielen anderen Einkaufszentren unterscheiden. CIG hat das gemacht, weil es eine Menge Charakter und Gefühl vermitteln soll. Eines der Hauptmerkmale ist die Voyager Bar. Auf dem Dach wird die Voyager Bar eine wirklich unglaubliche Aussicht auf den Rest von Horizon bieten. Zuerst geht es jetzt aber darum, Horizon betretbar und spielbar zu machen. In späteren Versionen wird dieser Bereich unter anderem um den Haupt-Showroom von Crusader erweitert, wo die Schiffe von Crusader Industries ausgestellt werden, sowie um das Horizon General, ein Krankenhaus, was den späteren Lebens- und Todes-Gameplay-Loop unterstützt und Heilungsmechanik bieten wird. Weiterhin werden neue Loadout-Sets für Charaktere benötigt. Aktuell kommen noch Platzhalter-KIs zum Einsatz. Etwas, das CIG ebenfalls in zukünftige Versionen einbauen möchte, sind Wartungszugänge, vor dem Hintergrund der Idee, dass diese Zugänge in Missionsgebiete führen können, wo Spieler beauftragt werden, Reparaturen durchzuführen oder sich ein Gebiet zu schleichen. Aus welchem Grund auch immer. CIG hofft, dass die Spieler, die Horizon besuchen, das Gefühl bekommen, wirklich ein Besucher zu sein, dass man hierher kommt, um Horizon zu erleben oder vielleicht eine Art Mini-Urlaub innerhalb von Star Citizen zu machen. Bis dahin allerdings gibt es noch viel zu tun. Und im Laufe der nächsten Monate werden wir weitere Blicke auf diese vierte und bisher ehrgeizigste Landezone werfen. Auf ihrer Reise vom troposphärischen Traum hin zur persistenten Universumsrealität. Musik
Weiter geht's mit dem Degradation, mit dem Abnutzungssystem. Die Schiffe und Fahrzeuge, die Vehicles von Star Citizen, sollen sich so anfühlen, als wären sie im Spieluniversum verankert, dass das Verse seine Spuren auf unseren Schiffen hinterlässt und dass die Orte, an denen wir gewesen sind, eine Geschichte auf unseren Schiffen erzählen. We want you to be able to, the next time you come to your landing pad and you see your ship, be able to go, yeah, you know, it looks like this because of something I've done. Wenn wir unser Schiff benutzen und es auf einen Planeten heruntergeflogen haben oder durch einen Asteroidengürtel geflogen sind oder was auch immer wir mit unserem Schiff gemacht haben, CIG möchte, dass wir in der Lage sind, wenn wir das nächste Mal zu unserem Landeplatz kommen und unser Schiff sehen, dass wir uns sagen, ja, das sieht so aus, weil ich etwas getan habe. Im Moment arbeitet CIG also an der ersten Version der visuellen Degradation, der Abnutzung für die Vehicles. Es gibt eine Menge Dinge, die sie mit diesem Feature erforschen wollen, und im Moment sind sie dabei, herauszufinden, was das für die gesamte Spielwelt bedeutet. Viele der Assets im Spiel nutzen sich bereits ab und werden schmutzig. CIG möchte, dass die Schiffe so aussehen, als hätten sie sich abgenutzt. Um diesen Zielzustand zu erreichen, müssen sie es in verschiedene Elemente aufteilen, wie zum Beispiel Schmutz, der die Abnutzung darstellt. Es gibt zwei Konzepte von Schmutz, mit denen CIG arbeitet. Zum einen gibt es den Umgebungsaufbau, den sie bereits in Bezug auf die Charaktere und die Schneebiome im Spiel verwenden. Aber auch wenn man in einen schlammigen Sumpf reist, dann erwartet man, dass Schlamm auf dem Fahrwerk ist. Und dann gibt es da das Konzept des Schmutzes, der sich irgendwo sammelt und Oberflächen bedeckt. Das ist ein additiver Prozess. Technisch gesehen sind es alles Layer, Grafikschichten, Grafikebenen, die auf dem Schiff aufgesetzt werden, ausgehend vom untersten Layer, der das Schiff als Fabrik neu visualisiert. Und natürlich, da Schiffe schmutzig werden, wird es auch ein Konzept geben, die Schiffe zu reinigen. Für die erste Version wird das aber erst einmal alles sehr einfach gehandhabt. Wenn man zu seinem Schiff geht und es repariert, dann wird es auch gereinigt. Das bedeutet, dass die Schmutzlayer wieder entfernt werden und das Schiff auf den Auslieferungsstatus zurückgesetzt wird. Später aber wird es verschiedene nachhaltige Effekte geben, so zum Beispiel das Verblassen des Lacks, das man bekommt, wenn man sein Auto zu lange in der Sonne stehen lässt. Es sind Kratzer, es ist der Lack, der sich ablöst, wenn man gegen etwas schrammt oder wenn man durch die Atmosphäre fliegt oder was auch immer CIG entscheidet, was das steuernde Element sein wird, um unser Schiff visuell zu beeinflussen. Aber die erste Version der Vehicle Degradation, wie gesagt, ist erstmal nur kosmetisch. Um das zu erreichen, denkt CIG über zwei Ebenen nach. Auf der Makroebene betrachten sie das Schiff als Ganzes, maskieren es und machen eine Krümmungsberechnung, sodass sie der Engine sagen können, welche Bereiche den Elementen ausgesetzt sind, wenn man so will. Um zu verstehen, was CIG mit maskieren meint, stellt euch ein schwarzes Blatt Papier vor. Wenn ihr ein Loch in das Papier schneidet und es über ein Bild legt, dann seht ihr nur den Teil des Bildes, der sich unter diesem Loch befindet. Und damit ist das untere Bild maskiert. Schauen wir uns das gleiche Beispiel an, aber jetzt mit zwei übereinanderliegenden Bildern. Diese Bilder übrigens könnt ihr als die Grafikschichten, die Layer, verstehen, die auf unseren Vehicles liegen. Das Bild aus Beispiel 1 wird maskiert. Stellt euch wieder ein schwarzes Papier mit einem weißen Loch darin vor. Ihr könnt nur durch das weiße Loch sehen, während das schwarze Papier die anderen Teile des maskierten Bildes ausblendet und das unterste Bild den untersten Layer sichtbar macht. Nach diesem sehr einfachen Beispiel maskiert CIG die Layer unserer Schiffe. Und in Kombination mit der Krümmungsberechnung finden sie heraus, wo ein Schiff potenziell sich abnutzen und verschmutzen kann. Sie sehen sich also die Texturen an, die die Paneele beschreiben, aus denen das Äußere des Schiffes besteht, und die Paneellinien, die Kanten. Die dort etwas stärker hervortretenden Bereiche werden hinsichtlich der Abnutzung als erstes zum Tragen kommen. Es gibt noch andere Dinge, die Sie berücksichtigen müssen, wenn Sie sich das Wo ansehen. Es muss genau festgelegt werden, was Wo im Kontext mit Beschädigung und Alterung eigentlich bedeutet. Es sind separate Systeme und separate Funktionen, die unterstützt werden sollen. Wenn am Ende alles zusammenkommt, erhalten wir ein wirklich schönes, konsistentes und optisch ansprechendes Endprodukt. Die Artists, die Grafiker müssen sich ansehen, wie die Materialien, wie die Lacke verkratzen und wie verschiedene Hersteller ihre Lacke beschichten, damit sie sich unterschiedlich verhalten.
Bei High-End-Schiffsherstellern erwartet man natürlich, dass sie viel teurere Materialien bei der Herstellung verwenden und dass sie sich anders abnutzen. Und wie sie sich abnutzen, wird sich sehr von dem Effekt der Low-Tech-Hersteller unterscheiden. Wenn CRG diese erste Version der visuellen Abnutzung der Degradation veröffentlicht haben wird, dann gibt es immer noch eine Menge Arbeit zu tun, um das System in seinen gewünschten Zielzustand zu bringen. Zuerst wird es bei einer begrenzten Anzahl von Schiffen getestet, weil sie erst einmal herausfinden wollen, was die anzuwendenden Werte sind und wie sie sich verhalten, um zu überprüfen, ob alles so funktioniert, wie es soll. Und wenn dann alles wie gewünscht funktioniert, wird das System nach und nach auf weitere Schiffe ausgerollt. Es gibt noch eine Menge Arbeit zu tun, besonders auf der Seite der Verschmutzung. Aber die erste Iteration dieses dynamischen Systems wird jetzt eingeführt. Wir werden also bald in der Lage sein, unsere Schiffe die Geschichte des Spieluniversums erzählen zu lassen, während sie durch es hindurchreisen. Soweit. Zum Inside Star Citizen Teil 1, Inside Star Citizen Teil 2, das Vehicle Ask Me Anything. Und jetzt geht es nochmal rein in das große Finale, die Postmortem-Analyse dieses Quartals, dieses Patches zum Alpha-Build 3.12. Und weiter geht es zum sehr umfangreichen Artikel der Postmortem-Analyse 3.12, also der Nachtod-Analyse. Eine Bezeichnung für eine Analyse dessen, was man geleistet hat, um zu sehen, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und wo kann man sich verbessern. In diesem Zusammenhang möchte ich vorweg kurz drei Begriffe erläutern. Das eine ist EVA. EVA steht für Extravehicular Activity oder auf Deutsch Außenbordaktivität und bezeichnet die Weltraumspaziergänge in der virtuellen Schwerelosigkeit des Verse. Building Blocks, zu Deutsch Bausteine, ist der Begriff für definierte generische Bausteinpakete, die übergangslos innerhalb eines geschlossenen Systems aneinandergefügt werden können. Und das sorgt in ihrem Rahmen für eine Flexibilität, für eine hohe Varianz. Man kann einfach Bausteine, zum Beispiel insbesondere für unsere Benutzeroberflächen zusammenfügen, seien es jetzt die Menü-Benutzeroberflächen, die wir jetzt ja auch neu im vergangenen Jahr bekommen haben, oder zukünftig oder heute auch schon die Menüs von immer mehr Raumschiffen und ja, Waffen, Werkzeugen im Verse. UI steht für User Interface und ist die Benutzeroberfläche. Alpha 3.12 Postmortem. Am 17. Dezember 2020 hat CRG die Star Citizen Alpha 3.12 Assault on Stanton veröffentlicht, die eine Reihe von neuen Funktionen und Änderungen eingeführt hat, darunter Raffineriedecks, KI-Verbesserungen und Gaswolken. Es folgt eine Postmortem-Analyse von den leitenden Entwicklern selbst, die detailliert beschreiben, was geliefert wurde und was sie über Erfolge und Misserfolge denken. Diese Analyse bezieht sich dabei dediziert auf den Alpha 3.12 Patch. Für das dynamische Event Xeno Threat wird es eine separate Analyse geben. Der Geschäftsbereich der Vehicles, der Schiffe und Fahrzeuge, unterstützte in erster Linie die Arbeit vieler anderer Teams für Star Citizen Alpha 3.12. Vor allem bei den Kämpfen mit Großkampfschiffen im Vorfeld der Events Arlington Bounty, CS5, UEE Navy Idris und Xeno Threat. Sie haben nicht nur daran gearbeitet, wie die Fahrzeuge funktionieren und sich verhalten, da sie die größten Schiffe sind, die bisher auf den Servern eingesetzt wurden, sondern haben auch geholfen, mit dem erhöhten Schadenswert von Torpedos umzugehen, indem intelligentere und effektivere KI-Gegenmaßnahmen eingesetzt wurden. Auch die Spieler profitieren von dieser Arbeit, da sie nun die Art der Gegenmaßnahme und die Anzahl der in einer Salve abgefeuerten Gegenmaßnahmen auswählen können, was eine größere taktische Auswahl beim Ablenken von ankommenden Raketen und Torpedos ermöglicht. Weiterhin wurden HUD-Elemente, Head-Up-Display-Elemente zugefügt,
damit die Spieler sehen können, wie viele von jedem Typ noch zur Verfügung stehen, zusammen mit der aktuellen Burst-Größe. Die letzte Änderung an den Gegenmaßnahmen war eine Erweiterung der Änderungen aus Alpha 3.11. Dadurch funktioniert jeder Gegenmaßnahmentyp gegen alle Raketensuchertypen, aber die Effektivität hängt von der Art und Anzahl der ankommenden Raketen ab. Täuschkörper, Decoys, haben Flares als zeitlich begrenzte punktuelle Ablenkung ersetzt, während Chef zu einem flächendeckenden Signalblocker evolvierte und nun Noise genannt wird. Weiterhin hat CRG auch die Raketen selbst geändert, um eine geringfügige Varianz in ihrer Verfolgung zu ermöglichen, damit eine erfolgreiche Gegenmaßnahme nicht alle Raketen gleichermaßen ablenkt. Zusätzlich zur manuellen Steuerung der Burst-Größe hat CRG eine Panikfunktion hinzugefügt, die 25% der verfügbaren Gegenmaßnahmen leert, um eine Flut von ankommenden Raketen bewältigen und ablenken zu können. CRG entdeckte eine Menge Probleme mit dem Raketensetup und der Balance, die zu seltsamen Verhaltensweisen führten. Sie haben sich jedoch entschieden, dies zu belassen, bis die Raketen in der Alpha 3.13 auf IFCS 2.0 umgestellt werden, da dies eine grundlegende wie umfassende Überarbeitung des gesamten Raketenverhaltens erfordert. In Zukunft möchte CRG die Gegenmaßnahmen erweitern, indem den Spielern ein besseres Feedback zu ihren eigenen Signaturen und Raketenfähigkeiten gegeben wird, was mit dem Raketen-Operator-Modus, dem Missile-Operator-Mode, eingeführt werden wird. Die Vehicle Entry Identification, die Fahrzeugeingangsidentifikation, war ein viel gefordertes Quality of Life Feature, aufbauend auf den ASOP Hangar Spawn Benachrichtigungen der Star Citizen Version Alpha 3.11, das es den Spielern ermöglichen sollte, die Einstiegspunkte in ein Schiff schnell zu finden. Diese Markierungen aktualisieren sich je nachdem, ob das Schiff gelandet ist oder sich in der Schwerelosigkeit befindet, wodurch eine häufige Beschwerde, insbesondere von neuen Spielern, beseitigt wurde, die nicht herausfinden konnten, wie sie in ihr Schiff gelangen. Gelegentlich aber weichen diese Anzeigen vom Raumschiff oder Fahrzeug ab. Ein Problem, das sich CRG anschauen wird, was aber auch der einzige Fehler dieses Features ist, das ansonsten allgemein gut angenommen wird. Kernaspekte für das Vehicle-Team in Alpha 3.12 waren die Esperia Talon und Talon Shrike, ein paar leichter Jäger, die das Line-Up im Spiel erweitern. Im Allgemeinen liefen Produktion und Release ziemlich gut und CRG hat ihre Entwicklung in mehreren Inside Star Citizen-Episoden besprochen, einschließlich der Arbeiten am Hard Surface Shader und irisierenden Materialien. Leider gab es bei der Veröffentlichung ein paar Probleme, die CRG in zukünftigen Patches beheben möchte. Dazu gehören der Bildschirm, der im Arena Commander umgeschaltet werden muss, ein bei der Prowler ebenfalls vorhandener Bug, und die Raketenwerfer der Talon Shrike, die manchmal nicht mehr funktionieren, nachdem eine große Anzahl von Raketen abgefeuert wurde. Das vierte Quartal ist für das amerikanische PU-Team, das USPU-Team, ein sehr arbeitsreiches Quartal, wie insgesamt für das Unternehmen. Zugute kam allen der Umstand, dass in diesem Jahr keine große CitizenCon-Demo vorbereitet werden musste, was aber an der Arbeitslast nichts änderte. Die International Aerospace Expo, die IAE, wurde erfolgreich um den High-Tech-Art-Stil erweitert, der auf New Babbage auf dem Planeten Microtech eingesetzt wird. CRG fügte der Veranstaltung in diesem Jahr einige neue Dinge hinzu, mit denen sie den Wünschen der Community nachkommen wollten. Erstens ließen sie die Ausstellungshalle jedes Herstellers an zwei aufeinanderfolgenden Tagen laufen, für den Fall, dass die Fans den ersten Tag verpasst hatten, und sie verlängerten die kostenlose Ausleihzeit von einem auch auf zwei Tage. Außerdem gab es an jedem Tag zwei Ausstellungshallen zu besuchen. Dadurch gab es für die Spieler mehr zu sehen und im Sinne von mehr zu sehen beschloss CRG, viele der Schiffskomponenten und Waffen in der Haupthalle auszustellen. Mit zwei Hallen, die jeden Tag aktiv sind und all den zusätzlichen Gegenständen, war dies ein echter Beweis dafür, dass die Technik hinter Star Citizen immer mehr optimiert wird, da ein solches Setup in der Vergangenheit nicht möglich gewesen wäre. Um die Zugänglichkeit zu verbessern, haben sie in der Best-in-Show-Halle, die vier Tage lang lief, eine Reihe von Verleih-Kiosk-Terminals aufgestellt. In diesen Terminals haben sie jedes Fahrzeug, das im Laufe der Messe gezeigt wurde, untergebracht und entsprechend ebenfalls eine zweitägige Mietdauer gewährt. Unter dem Strich war das nach Meinung von Rob Reininger die ansprechendste Iteration, die CRG bis dato erstellt hat.
Es gab zwei Fahrzeuge, die auf der IAE-Show vorgestellt wurden, die in der Entwicklung tatsächlich auf der Kippe standen. Letztendlich konnten sie den Build erst ein paar Tage vor der Show fertigstellen. Da die Messe im November für die Öffentlichkeit zugänglich ist, musste es als Sub-Patch zum Alpha 3.11 Build veröffentlicht werden. Dass CRG nicht in der Lage war, den Build final abzuschließen, bevor der Alpha 3.12 Build released wurde, bereitete das einige Kopfschmerzen bei der Dateiverwaltung. Es werden nach wie vor kritische Korrekturen am Build vorgenommen und dieselben Korrekturen müssen auch in den aktuellen Patches implementiert werden. Dieser Umstand führt unweigerlich dazu, dass hier und da Arbeit liegen bleibt und am Ende des Tages wertvolle Zeit frisst, die für die Behebung anderer Fehler oder die Entwicklung neuer Dinge genutzt werden könnte. Außerdem sickerten einige Dinge durch, die CRG eigentlich bis kurz vor dem Event geheim halten wollte. Das war kein großes Problem, aber es ist doch immer schön, wenn man die Fans von Zeit zu Zeit überraschen kann. Ein paar Dinge, auf die sich Rob Reiniger bei zukünftigen Events dieser Art konzentrieren möchte, sind Modularität, Wiederverwendung von Assets aus früheren Events. Je schneller CRG diese Events umsetzen kann, desto mehr Zeit haben sie, sich auf neue Inhaltsideen oder andere Sonnensysteme zu konzentrieren. Vorproduktionsplanung. CRG weiß, dass das Event im nächsten November wieder stattfinden wird, daher möchte Rob Dinge wie das Farbschema, die Eventlogos, die Locations und so weiter so früh wie möglich ausarbeiten. Auf diese Weise muss niemand auf eine Entscheidung warten, wenn es an die inhaltliche Arbeit geht, und das Team kann sich einfach an die Arbeit machen. Alle Inhalte für das Event sollen in den Hauptbild kommen, sodass Sub-Patches vermieden werden, was die Parallelschaltung von PTU und PU vermeidet. Wie zuvor erwähnt, ist es einfach nur problematisch, zwei Release-Streams parallel laufen zu lassen. Ein weiteres wichtiges System, das im vierten Quartal hinzugefügt wurde, war das Reputationssystem, das CRG schon seit langem im Spiel haben wollte. Obwohl es für die Spieler noch nicht sichtbar ist, können sie die Auswirkung des Systems durch die Missionsgeber und einige der Missionsketten bereits erleben. Insbesondere die Kopfgeldjäger-Missionskette kann derzeit einzig durch eine entsprechende Zielreputation freigeschaltet werden. Noch sind nicht alle Missionen auf dieses neue System umgestellt, aber das wird sich in den nächsten ein bis zwei Quartalen ändern. Das neue Reputationssystem wird die Grundlage für eine beträchtliche Anzahl von Gameplay-Systemen sein, während die Entwicklung von Star Citizen voranschreitet. Es wird nicht nur das maßgebende System sein, mittels dessen Inhalte für die Spieler freigegeben werden. Es wird auch Dingen wie den Reaktionen der NPCs, derzeit an den Missionsgebern zu sehen, Vergünstigungen und mit Vorteilen verknüpft sein und die Basis sein für die Verfolgung des Spielerfortschritts durch die jeweiligen Karrierewege, für die Grundlage der Beziehungen zwischen den Organisationen innerhalb des Spiels und eine Reihe anderer wesentlicher Gameplay-Loops. CRG war der Meinung, dass dieses System so derart wichtig für das Spiel ist, dass sie sich dafür entschieden haben, es vorerst ohne eine Informations-UI für die Spieler zu veröffentlichen. Diese ist für die nächsten beiden Quartale geplant. Es wird nicht nur in einer eigenständigen Reputations-UI dargestellt werden, die es den Spielern erlaubt, ihren Karrierefortschritt bei verschiedenen Organisationen einzusehen, sondern auch ihren Status bei den wichtigsten NPCs, mit denen sie interagiert haben. Die jeweiligen Reputationsanzeigen werden in dieser UI aufgeführt, sobald Spieler auf sie stoßen. Das soll als Motivation dienen, herumzureisen und sich mit den Inhalten des Verse zu beschäftigen. Außerdem wird der Missionsmanager überarbeitet, damit die Spieler sehen können, welche Reputationsanforderungen sie für die jeweils zur Verfügung stehenden Missionen benötigen. Die Reputation wird eine der größten Fortschrittsmechaniken sein, die Star Citizen neben der Wirtschaft haben wird, da es ein fähigkeitsbasiertes Sandbox-Spiel werden wird, das nicht durch Leveling oder Talentbaumsysteme angetrieben wird. Reputation ist jetzt auch im Backend Service gesteuert. Das bedeutet, dass alle Reputationsgewinne zwischen den Patches erhalten bleiben, was eine tolle Sache für die Spieler sein wird. Was die allgemeine Entwicklung dieses Features angeht, so lief es laut Rob Reiniger ziemlich reibungslos. Sein Team hatte bereits etwa ein Jahr zuvor mit der Arbeit daran begonnen. Aber leider wurden sie zu der Zeit von Dingen mit höherer Priorität abgehalten. Das nächste Mal würde Rob sein Team an den aktuellen Themen weiterarbeiten lassen wollen. Dass die Benutzeroberfläche bei der Veröffentlichung noch nicht fertig war, ist zwar nicht spielzerstörend, aber ein kritischer Teil dieses Features.
Um sicherzustellen, dass alle Funktionen intuitiv sind, ist CIG oft auf diese Art von visuellem Feedback angewiesen. In Zukunft möchte Rob Reininger gerne versuchen, die nötige Zeit einzuplanen, um ein vollständigeres Feature zu veröffentlichen. Es ist zwar nicht immer möglich, alle bestehenden Inhalte eines Spiels auf neue Systeme umzustellen, aber er würde es gerne versuchen, das sicherzustellen, dass sie mehr tun können, wenn große Änderungen in der Pipeline anstehen. Insofern hätte er gerne mehr Zeit mit dem Missionsteam gehabt, um noch mehr zu konvertieren, als sie es tatsächlich getan haben. Das nächste Mal, wenn so etwas Grundlegendes ansteht, würde er persönlich gerne einen besseren Job machen, um das globale Bewusstsein im gesamten Unternehmen zu schärfen, damit sie so viel wie möglich davon umsetzen können. CRG war in der Lage, die ersten beiden Bildschirme im Frontend zu konvertieren, um die Building Blocks-Technologie zu nutzen. Im Allgemeinen ist dieser Prozess gut gelaufen. Er erforderte nicht viele Leute und war eine eigenständige Arbeit. Zudem hatten sie die Gelegenheit, ein paar Dinge zu beheben, die sie seit dem Hinzufügen des Neue-Freunde-Dienstes in Quartal 1 2020 bereits angehen wollten. Die Umstellung auf das neue UI-System ermöglichte es CRG weiterhin, alle UI-Elemente gemeinsam einzublenden. Dieser Prozess brachte etwas Zeit, das Frontend kritisch zu durchdenken, da sich das Projekt in den letzten Jahren so stark entwickelt hat. CIG hat es auch so eingerichtet, dass die aktuelle Lösung skaliert werden kann, wenn sie weitere Sonnensysteme hinzufügen. Sie haben den Hauptbildschirm aufgeräumt, damit wir einen besseren Blick auf die Hintergrundbilder haben. Dass nun jeder Landezone ein eigenes Bild zugrunde gelegt werden kann, hilft insbesondere neuen Spielern, ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Art von Ort sie wählen. Das Frontend ist sehr stark mit dem ursprünglichen CryEngine-Toolset verwurzelt, mit dem die Entwicklung von Star Citizen ursprünglich gestartet ist. Das Building-Block-System arbeitet auf Basis von Entitäten, was bedeutet, dass die Kerndaten geladen werden müssen, um das jeweilige Menü anzeigen zu können. Das ursprüngliche System erforderte zudem, dass ein Level geladen wird. Aus diesem Grund ist CRG aktuell noch nicht in der Lage, Elemente zu ersetzen, bevor Spieler den Spielmodus auswählen. Die ultimative Lösung zur Behebung des Problems wäre, den Legacy-Code der CryEngine komplett zu überarbeiten, aber das liegt weit außerhalb des Rahmens dessen, womit CIG sich beschäftigen kann oder will. Die Quintessenz ist, dass das heutige Spiel, auf dem das ursprüngliche Frontend basierte, sich sehr von dem Spiel unterscheidet, auf das sie heute hinarbeiten. Rob Reininger schreibt, dass er sich nicht sicher ist, inwieweit das USPU-Team das Frontend in Zukunft verändern wird. Aber wenn sie hier das nächste Mal Änderungen vornehmen, würde er wirklich gerne auf die endgültige Vision hinarbeiten. Das würde es erlauben, die neue Benutzererfahrung wirklich zu rationalisieren, sodass der Einstieg ins Spiel zum ersten Mal oder die Rückkehr ins Spiel für wiederkehrende Spieler so einfach und intuitiv wie möglich ist. Da die neuen Features nach und nach eingebaut wurden, hat dieser Teil des Spiels darunter gelitten. Wenn dies von Grund auf neu definiert werden kann, gibt es eine Menge, was Rob anders machen würde, basierend auf der Tatsache, wie sehr sich das Spiel weiterentwickelt hat. Das Systemic Services and Tools Team, das SST, arbeitete weiter an der Quantum-Simulation und deren Integration in die Services sowie an internen Präsentationen dieser neuen Technologie, die zeitnah der Community vorgestellt werden soll. Im letzten Quartal wurden administrative Arbeiten durchgeführt, um die internen CIG-Ressourcen für SST umzuschichten. Das Team wird vergrößert, um dem wachsenden Bedarf an Dienstleistungen und Support für Quantum in vielen Aspekten des Spiels gerecht zu werden. Außerhalb der Dienstleistungen und der Simulationsarbeit hat SST neue Tools erstellt, um das kommende Reputationssystem und die Art und Weise, wie Reputation im Spieluniversum verteilt wird, zu unterstützen. SST unterstützt die Star Citizen-Wirtschaft weiterhin mit Data-Tools, um die massive Datenmenge zu reduzieren, während sie sich darauf vorbereiten, dass Quantum die Zügel in die Hand nimmt. Da das Team SST zu einer größeren Abteilung wird, gab es Probleme mit den Reaktionszeiten im Zusammenspiel mit anderen Teams. So bekamen zum Beispiel Funktionen wie der Raffinerie-Service nicht die sofortige Aufmerksamkeit, die sie benötigt hätten.
Jake sucht nach Möglichkeiten, die anfallende Arbeit für das wachsende Team besser zu rationalisieren und zu verteilen. Außerdem haben sie automatisierte Nachrichten eingerichtet, um die Kommunikation mit abhängigen Teams aus SST heraus zu ergänzen. Die Geschütztürme der Idris, die die Torpedos abfangen sollen, funktionieren gut und es entstehen einige sehr coole Momente, wenn sie dabei erfolgreich sind. Die KI-Genauigkeit ist nicht gut genug, um ankommende Torpedos zuverlässig abzuschießen. Das hängt direkt von der Framerate des Servers ab. Die KI-Genauigkeit soll verbessert werden, damit mehr Kontrolle darüber entsteht, wie viele Torpedos durch die Geschützturmabwehr hindurchkommen. Die KI, die den Burst-Feuermodus verwendet, verbessert den Wirkungsgrad von Geschütztürmen erheblich. Außerdem stellen die Zielprioritäten sicher, dass die KI ein vernünftiges Ziel abhängig von ihrer Schiffsklasse respektive Turmgröße angreift. Im Moment ist die KI bei der Verwendung des Burst-Feuermodus gegenüber den Spielern noch im Nachteil. Mit Einführung des Capacitor-Gameplays wird der Burst-Feuermodus neu ausbalanciert, um die Effektivität des Gedrückthaltens der Feuertaste bei Spielern zu verringern. Das neue Genauigkeitssystem verhält sich glaubwürdiger, da es die Position des Ziels verfolgt und an dieser Position weiterfeuert, bis sich das Ziel bewegt. Das ist besser als das alte System, bei dem die Zielauffassung der KI wild schwankte, wenn sie versuchte, stationäre Ziele vor ihr anzuvisieren. Die KI ist noch nicht genau genug, um den Spieler ernsthaft zu bedrohen. Außerdem neigt das neue System dazu, hinter das sich bewegende Ziel zu zielen, anstatt davor, sodass die Spieler nicht sehen, dass auf sie geschossen wird. Die Genauigkeit insgesamt soll verbessert werden und dafür sorgen, dass bei verschiedenen NPCs ein deutlicherer Unterschied in der Genauigkeit zwischen geübter und ungeübter KI besteht. Das Genauigkeitssystem wird auch dahingehend überarbeitet werden, dass es häufiger über als unter das Ziel schießt. Die Großkampfschiffe berücksichtigen jetzt die Entfernung und relative Position, wenn sie andere Schiffe angreifen. Großkampfschiffe ohne Frontalbewaffnung werden versuchen, nahe genug an ihre Ziele heranzukommen, um alle Geschütztürme zum Einsatz bringen zu können, während Großkampfschiffe mit großen Frontkanonen versuchen werden, sich außerhalb der Reichweite des Gegners zu halten und ihre mächtigen Langstreckenwaffen zum Einsatz zu bringen. Die Taktikauswahl berücksichtigt die Stärke des KI-Schiffes relativ zum Ziel nicht ausreichend. Wenn die Idris zum Beispiel gegen ein Gunship oder ein Capital Ship kämpft, wird sie versuchen, auf Distanz zu bleiben und ihre Railgun zu benutzen. Das macht oft Sinn, kann aber dazu führen, dass sie vor kleineren Kanonenbooten davonfliegt, obwohl sie in einem Nahkampf diese leicht besiegen könnte. Die Taktikauswahl wird überarbeitet, damit die KI das eigene Schiff und das Ziel detaillierter betrachtet als nur die Schiffsklasse. Außerdem werden zukünftig auch die Charaktereigenschaften der Piloten das Verhalten der Großkampfschiffe beeinflussen. Der Grundstein für zukünftige Bedienelemente wurde erfolgreich gelegt, indem die Entwickler dafür gesorgt haben, dass sie ihre Stile vom Transitsystem erben und auf jeder geformten Oberfläche verwendet werden können. Das bedeutet, dass alle zukünftigen Panels die gleichen zwei Dateien verwenden können und trotzdem unterschiedlich aussehen. Das Transitsystem ist in seiner jetzigen Form sehr schwierig einzurichten und zu testen. Das UI-Team war nicht in der Lage, es richtig zum Laufen zu bringen und musste sich bei der Implementierung auf das Level-Design-Team verlassen. UI und Level-Design arbeiteten jedoch nicht gleichzeitig an dem Feature, was dazu führte, dass die Arbeit in verschiedenen Streams begann und endete und dadurch Fehler übersehen wurden. Neue Building-Block-Stile sind extrem zeitaufwendig zu implementieren, da es an Werkzeugen mangelt und die Dateien nicht zusammengeführt werden können. Das Design-Team wird sicherstellen, dass ein Feature in einem Arbeitsgang in einem Feature-Stream entwickelt, implementiert und getestet wird, sodass Fehler aufgegriffen und behoben werden, bevor es fertig ist. Sie wollen weiterhin sicherstellen, dass das Team, das für ein Feature verantwortlich ist, Zeit hat, um Programmcode-Probleme als Teil des Feature-Entwicklungszyklus zu beheben und dass das UI-Team sich auf die Benutzeroberfläche konzentrieren kann. CRG hat den ersten Gameplay-Loop für das Raffinieren fertiggestellt, komplett mit Raffinerien, die ihre eigenen Materialspezialisierungen und Arbeitslasten haben und der Möglichkeit, raffinierte Materialien an verschiedenen Orten im Verse zu raffinieren, zu sammeln und zu verkaufen.
Die Raffineriedecks selbst sehen spektakulär aus und das UI für das Raffinerieterminal ist an einem großartigen Ort, um den Gameplay-Loop mit sehr wenig Nacharbeit zu erweitern, was eine schnelle Iteration bedeuten sollte. Die Planung für jeden Schritt war extrem gründlich, aber in der Umsetzung konnte man nicht früh genug einen Punkt erreichen, an dem der Raffinerie-Gameplay-Loop so ausbalanciert werden konnte, wie es beabsichtigt war. Daher hat das Designteam eine weitere, bereits vorgesehene Reihe von Änderungen in der Form der anfänglichen Mining Rebalance vorgezogen, um die Verzögerung so gut wie möglich zu kompensieren. Dieses vorgezogene Mining Rebalancing hatte allerdings den Vorteil, dass es die Misc Prospector und Argo Mole etwas attraktiver für die Spieler machte. Das Designteam wird die UI-Grafik früher spielerisch testen. Einige Spieler wussten nicht, mit welchen Teilen des Bildschirms sie interagieren können, und die Vermeidung dieses Umstands und dessen Behebung hätte CIG mehr Zeit für anderweitige Änderungen gegeben. Das Designteam hat die gesamte Bergbau-UI auf Basis von Building Blocks neu aufgesetzt. Das ging viel reibungsloser als erwartet, da ein Großteil des Mining-Gameplay-Loops direkt mit Building Blocks ohne viel Nacharbeiten funktionierte. Das wiederum gab zeitlichen Spielraum, mehr zur Bergbau-UI hinzuzufügen, als ursprünglich geplant war. Das bedeutet, dass nicht nur eine komplett neue UI bereitgestellt werden konnte, die über drei verschiedene Bergbaufahrzeuge hinweg skalierbar ist, sondern dass CIG diese Skalierbarkeit durch schnelle Iteration von UI-Oberflächenteilen zur Unterstützung zuvor eingeführter Systeme unter Beweis stellen konnte. Dazu gehörte auch die volatile Ladung, und sie fügten nicht zuletzt ein völlig neues Frachtraumteil hinzu, das den Spielern weitere Informationen zur Verfügung stellt. Der erste Durchgang der Überarbeitung der Mining UI war schwieriger zu implementieren als zu bauen, da verschiedene Raumschiffe und Fahrzeuge unterschiedliche Bereiche für die Benutzeroberfläche zur Verfügung haben, was bedeutete, dass eine Menge Feinabstimmung hinter den Kulissen erforderlich war, um die Benutzeroberfläche tatsächlich auf eine komfortable Weise anzuzeigen. CIG arbeitet noch an der Feinabstimmung und hofft, dass sie die Benutzeroberfläche in Zukunft auf eine optisch ansprechendere Weise darstellen können, die besser funktioniert als die aktuelle Implementierung. Todd Peppy und sein Team möchten in Zukunft schneller iterieren, da sie jetzt ein besseres Verständnis von Building Blocks und seinen Vorteilen haben. Der Multitool Tractor Beam ist eine aufregende Ergänzung zum Verse und ist ein Kernstück der Funktionalität, das mehrere Gameplay-Loops freischaltet, wie zum Beispiel Frachttransport und EVA-Traversal-Räume. Der Hauptanwendungsfall für den Tractor Beam in Alpha 3.12 ist das einfachere Einsammeln von Frachtkisten im EVA, entweder während verlorener Weltraummissionen oder für das Einsammeln von Beute nach einem Schiffsgefecht. Während der Tractor Beam oberflächlich betrachtet ein einfaches Werkzeug ist, passiert unter der Haube eine Menge. Der Physics Collider ist die wichtigste Komponente für die Simulation der Physik. Durch das Hinzufügen dieser Komponente zu einer Entität erklärt man, dass dieser Körper Teil einer Physiksimulations- und Kollisionsabfrage ist. Diese Komponente entscheidet, wie die Kollisionsgeometrie für die Physiksimulation aussieht. Weiterhin verfügt der Physics Collider über ein Material, das beschreibt, wie es bei einer Kollision mit anderen Objekten reagiert, einem Filter, mit dem gesteuert werden kann, welche Objekte miteinander kollidieren dürfen, sowie weitere Parameter und Faktoren. Die erste Herausforderung bei der Erstellung des Multitool Tractor Beams war, dass CIG wollte, dass es in verschiedenen Schwerkrafteinstellungen funktioniert und das Gewicht eines Objekts ausnutzt. Dies führte zu mehreren Problemen, da in der Schwerelosigkeit alles schwerelos ist. Was bedeutet, dass man potenziell etwas Riesiges bewegen kann, das trotz seiner Größe sehr wenig wiegt. Zum Beispiel eine Styroporkugel in Planetengröße. CIG hat den Tractor Beam um zwei Kernkonzepte herum entworfen: Volumen und Kraft. Das Volumen diktiert die allgemeine Größe des Objekts, das angehoben werden kann, während die Kraft die Menge der Anstrengung diktiert, die das Tool aufbringen muss, um das Objekt anzuheben. Das bedeutet, dass für jeden Gegenstand, der eine Masse und einen Physics Collider hat, was jeder Gegenstand bereits haben sollte, die Kraft, die zum Anheben benötigt wird, automatisch anhand der Schwerkraft der Umgebung berechnet wird.
So konnte das Team von Richard Tyra ein Feature entwickeln, das mit jedem Physikobjekt im Spiel funktioniert, ohne dass sie viele manuelle Einstellungen vornehmen mussten. Die zweite Herausforderung war, wie sollten sie dem Spieler erklären, was er anheben kann und was nicht, ohne alles mit ADS, Aim Down Sights, zu belegen oder noch schlimmer, mit Trial and Error. Glücklicherweise verfügt das Multitool bereits über einen kleinen Bildschirm auf der Rückseite, der es ermöglicht, eine einfache Ikonografie zusammen mit einem Ampel-Farbkodierungssystem zu implementieren. Das bedeutet, dass das Gameplay-Team in der Lage war, alle 5 Zustände eines Objekts übersichtlich darzustellen, indem wir es einfach ansehen. Das Objekt kann angehoben werden. Das Objekt kann angehoben werden, befindet sich aber außerhalb der Reichweite. Das Objekt ist zu schwer. Das Objekt kann nie angehoben werden. Und zuletzt kann man sich zu einem Objekt hinziehen. Zwar werden zusätzliche Informationen in der ADS-Ansicht bereitgestellt, aber alles, was man wissen muss, befindet sich auf der Rückseite des Werkzeugs. Und Richard war wirklich froh, schreibt er, dass sie so viele Informationen auf einem so kleinen Display destillieren konnten. Wenn man ein Feature plant, sollte man den Kern des Erlebnisses identifizieren und dann alle sekundären Mechaniken skizzieren, die dieses Erlebnis verbessern würden. Zum Beispiel ist eine Sprungmechanik für sich genommen ein eigenständiges Feature, aber man könnte entscheiden, dass die Steuerung in der Luft, eine sekundäre Mechanik, das Kernerlebnis verbessert. Mit dem Traktorstrahl haben sie sich hingesetzt und den Kern des Erlebnisses identifiziert, nämlich die Möglichkeit, Objekte zu manipulieren und den Traktorstrahl als Greifhaken im EVA zu verwenden. Und Richard denkt, dass sie das erreicht haben. Allerdings gab es einige sekundäre Mechaniken, die er gerne eingebaut hätte, für die aber die Zeit fehlte. Insbesondere die Möglichkeit, die Flugbahn mit den Thrustern des Anzugs zu beeinflussen, wenn man den Greifhaken in der Schwerelosigkeit benutzt. Leider funktionierten die beiden Systeme nicht wirklich gut zusammen, da die Kraft, die zum Ziehen verwendet wird, die von den Anzugthrustern verwendete Kraft überlagert. Es war auch nicht hilfreich, dass EVA zur selben Zeit parallel auf die Verwendung von IFCS umgestellt wurde, was dazu führte, dass sich das Team auf den Kern des Spiels konzentrieren und sicherstellen musste, dass es für die Veröffentlichung so gut wie möglich ausgefeilt war. Das passiert bei Features immer wieder und liegt in der Natur der Spielentwicklung, aber es war schade, dass es in der ersten Iteration nicht dabei war. In einer späteren Version wird das aber noch hinzugefügt werden. Um ein Feature zur Veröffentlichung zu bringen, müssen viele verschiedene Teams zusammenarbeiten, von VFX über Audio bis hin zum Feature-Team, das an der betreffenden Funktionalität arbeitet. Eines der größten Dinge, die Richard versucht hat zu verbessern, ist es, den Missionsdesignern mehr Zeit zu geben, damit sie all diese verschiedenen Features sinnvoll in das Verse integrieren können. Wenn er in der Zeit zurückgehen könnte, hätte er wahrscheinlich versucht, schreibt er, eine einfache Version früher in die Hände der Missions- und Level-Designer zu bekommen, damit sie sich ein bisschen mehr damit beschäftigen und herumspielen können. Mit der Waffen-Nullstellung, dem Weapon-Zeroing, kann man, wie der Titel schon sagt, Waffen auf verschiedene Entfernungen nullen, sodass sie auf viel weitere Entfernungen genau treffen können. Das bedeutet, dass das Zielfernrohr den Abfall des Geschosses in einer bestimmten Entfernung berücksichtigt und es erlaubt, das Visier so einzustellen, dass man mit dem Fadenkreuz noch auf das Ziel zielen kann. Das heißt, man muss nicht über das Ziel hinaus zielen. Es gibt bereits einige Zielfernrohre und die erste Herausforderung bestand darin, zu entscheiden, welche Zielfernrohre überhaupt null gestellt werden können sollten, um dann zu entscheiden, ob sie automatisch oder manuell null gestellt werden sollten. Dies führte zu einer viel breiteren Diskussion über die Hersteller und ihren spezifischen Eigenschaften, wie zum Beispiel Hightech oder Lowtech. Das Team hätte sich zwar nur auf das Feature konzentrieren und es herausbringen können, aber sie haben auch einen langfristigen Plan für die Zielfernrohrbefestigungen geliefert, nicht nur für aktuelle, sondern auch für zukünftige Hersteller. Richard erklärt, dass das Team fantastische Arbeit geleistet hat, indem es ein Feature zur Verfügung gestellt hat, das Spaß macht, aber auch für die Zukunft skalierbar ist. Dies war das erste Feature, an dem eines der neuesten Teammitglieder gearbeitet hat. Daher haben sie dafür gesorgt, dass er viel Zeit hatte, um es weit vor der eigentlichen Veröffentlichung zu liefern.
Tatsächlich wurde die Funktionalität, nicht die Optik, im Quartal davor geliefert und der neue Kollege hat großartige Arbeit geleistet. In den meisten Fällen ist das fantastisch, denn so können Sie sich im Team auf das Erlebnis konzentrieren und sicherstellen, dass es von höchster Qualität ist. In diesem Fall jedoch konnte sich das Testteam aufgrund anderer Prioritäten und der Tatsache, dass dies so weit vor der Veröffentlichung geschah, nicht voll darauf konzentrieren, da es zu Recht damit beschäftigt war, Dinge zu überprüfen, die kurz vor der Veröffentlichung standen. Unglücklicherweise bedeutete das, dass ein grundlegender Grenzfall bis kurz vor der Veröffentlichung übersehen wurde, nämlich dass die Nullstellung nicht funktionierte, als die Physik-Patches für die Umgebung herauskamen. Richard geht hierzu ins Detail wie folgt: Wenn ein Charakter auf einem Planeten spawnt, erzählt er, spawnen eine Reihe von Patches, von Quadraten, in immer größer werdenden Größen um ihn herum. Diese Patches decken die Render-, Grafikqualität und die Physikkollision ab, wobei weiter entfernte Patches weniger Details und schließlich keine Kollision mehr haben, da die Physik relativ teuer ist hinsichtlich des Ressourcenverbrauchs. Wenn ein Spieler sich nun bewegt, werden die Patches dynamisch aktualisiert, aber nicht 1:1. So kann ein Patch, in dem sich der Spieler gerade befunden hat, immer noch seine Kollisionsinformationen behalten, da der Spieler vielleicht dorthin zurückkehren möchte und es performanter ist, diesen Patch kurzfristig dort zu belassen, als ihn ständig zu laden und zu entladen. In diesem Fall bedeutete es jedoch, dass, wenn ein Designer in den Editor geladen wurde, um das Feature zu testen, der Patch geladen war und er sich dann 2 Kilometer weit wegbewegte, um die Waffen-Nullstellung zu testen und es funktionierte. Wäre ein Spieler jedoch nie an die ursprüngliche Position gegangen, gäbe es keine Kollision und somit hätte das Zielfernrohr nichts, gegen das es testen könnte. Das bedeutete, dass es unter normalen Spielbedingungen nicht wie beabsichtigt funktionierte, weshalb der Programmcode für die Waffen-Nullstellung neu geschrieben werden musste, um gegen die Render-Geometrie zu testen, anstatt gegen die Physik-Geometrie. Diese Änderung war zwar nicht gravierend, aber auch nicht ideal, da sie geplant hatten, an anderen Features zu arbeiten. Wenn Richard in der Zeit zurückgehen könnte, würde er auf jeden Fall sicherstellen, dass das Feature bei seiner Fertigstellung gründlich getestet würde, anstatt auf das eher traditionelle Go-No-Go zu warten. Das hatte zwar keinen Einfluss auf die Veröffentlichung der Funktion, aber es hatte Auswirkungen auf die zukünftigen Arbeiten, da im Laufe des Quartals die Prioritäten neu gesetzt werden mussten. Wie bei jeder Waffe, die dem Spiel hinzugefügt wird, muss immer sichergestellt werden, dass sie in die bestehende Waffenmatrix passt und etwas Einzigartiges bietet. Beim Scharfschützengewehr Gemini A03 war die Absicht, ein leichtes, reaktionsschnelles Scharfschützengewehr mit einem geringeren Kaliber als seine schwereren Gegenstücke, aber hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit zu entwickeln. Richards Meinung nach hat das Team diese Absicht wirklich umgesetzt und eine gute Balance zwischen den hochkalibrigen Scharfschützengewehren wie dem P6LR und den eher angriffsorientierten Waffen wie dem Gemini S71 gefunden. Während das A03 eine einfache Ergänzung war, war das Behring FS9 ein wenig kniffliger. LMGs, leichte Maschinengewehre als Waffenkategorie, sind im Moment nicht gut aufgestellt, da sie auf kurze Distanz den SMGs, den Submaschinengewehren oder auch MPs und Schrotflinten auf mittlere bis lange Distanz den Sturmgewehren unterlegen sind. Dessen ist sich CRG bewusst und haben hinter den Kulissen daran gearbeitet, dies zu verbessern. Das Behring FS9 setzt den Standard für das, was sich das Gameplay-Team von leichten Maschinengewehren wünscht. Maschinengewehre mit hoher Kapazität, die es den Spielern ermöglichen, einen Bereich ohne großen Verlust an Genauigkeit zu kontrollieren. Während sie am FS9 gearbeitet haben, hat das Gameplay-Team gleichzeitig die Designabsichten für alle anderen LMGs ausgearbeitet, damit sie ein Update auf breiter Front in einer Version liefern konnten. Leider ist ihnen bei den bestehenden Waffen die Zeit ausgegangen, obwohl sie es geschafft haben, einige Tweaks zu machen, um ihre Effektivität zu erhöhen. Das Team plant, die bestehenden LMGs zu aktualisieren, um sie auf die gleiche Qualitätsstufe wie die FS9 zu heben, was aber kurzfristig bedeutet, dass sie den anderen Waffen der gleichen Kategorie weit überlegen ist.
Es ist geplant, alle Waffenkategorien zu überarbeiten und Richard hofft, dass wir bemerken, dass jede Waffe sich durch eine solche Überarbeitung leicht verbessert. Mit dieser Absicht hätte er mehr Zeit für den Feinschliff der bestehenden LMGs eingeplant, denn er hätte sie gerne alle zusammen veröffentlicht. Egal wie erfahren man ist, man lernt immer dazu und das ist etwas, das Richard für zukünftige Waffen implementieren möchte. In dieser Version konnten die Raffineriedecks an einigen Raumstationen implementiert und ins Verse eingeführt werden. Diese Räume sind thematisch an die Mining- und Raffinerie-Gameplay-Loops angelehnt und dienen auch als Standort für zukünftige Gameplay-Möglichkeiten. Innerhalb des Raffineriedecks hat CIG einen Raum speziell für Raffination und Verarbeitung geschaffen, zusammen mit einem Shop und einem Gildenraum darunter. Nachdem man die Reaktionen auf die Frachtdecks und die neuen Innenräume der Raumstationen in Alpha 3.11 bewertet hatte, stimmte CIG mit den Kommentaren überein, dass die Spieler sich mehr eine sichtbare Verbindung mit den Außenbereichen wünschten, um physisch zu verstehen, wo sie sich in der Station befinden. Obwohl CIG mit der Entwicklung des Innenraums des Raffineriedecks schon ziemlich weit fortgeschritten war, schwenkte Ians Team um und passte den Raum an, um das Mini-Aussichtsdeck bei den Aufzuglobbys einzufügen. Visuell wollten sie schon seit einiger Zeit ein Raumstationserlebnis erforschen, das sich mehr auf industrielle Aktivitäten konzentriert. Ian Leyland bedauert, dass keine spezifischen NPC-Loadouts mit den Raffineriedecks veröffentlicht wurden oder dass einige der spezifischen Nutzungsgegenstände, Usables, nicht um Gameplay-Komponenten erweitert werden konnten. Das jedoch ist alles noch in Planung. Wie zuvor erwähnt, wurde das Aussichtsdeck erst recht spät in den Prozess eingeführt, sodass das Team während des Konzepts und des Whiteboxings einen besseren Raum mit diesem Gedanken hätte gestalten können. Aufbauend auf den planetaren Verbesserungen, die im Laufe des Jahres 2020 vorgenommen wurden, war dies die erste Gelegenheit für das Team, die neuen und verbesserten Arbeitsabläufe, die bei der Erstellung der Planeten und Monde von Pyro entwickelt wurden, in Stanton einzuführen. Die Verbesserung des Workflows beinhaltete, dass man die Zeit und den Fokus hatte, den übergreifenden grafischen Erstellungsprozess, das Painting, zu vertiefen. Für Planeten wie Stanton 1 und Stanton 4 wurde das Painting komplett überarbeitet, um sowohl die Temperaturparameter genauer einzuhalten, als auch eine bessere Mischung und Verteilung der Farbtöne zu erreichen. Als zweiter Teil des Paintings wurden alle Objektpräsentationen und Verteilungsregelsätze von Grund auf neu erstellt. Im Allgemeinen lag der Fokus darauf, mit weniger mehr zu erreichen. Anstatt also viele Arten von Geologie alle im gleichen Raum zu verwenden, sollten nur ein oder zwei verwendet werden, die wirklich gut zusammen funktionieren. Das Endergebnis ist viel realistischer und natürlicher. Ein gutes Beispiel dafür ist Daymar. Ein weiterer Bereich, den CIG verbessern wollte, war die verstärkte Verwendung von Bodenstreuungsobjekten, um das Terrain visuell komplexer zu gestalten. Sie haben eine Mischung aus Geologie-Assets wie Platten, Geröll und kleine Felsen mit der Verteilung der Geologie-Packs kombiniert, um der Szene eine ganzheitlichere Lesart zu geben. Zusätzlich wurden einige herausragende Geologie-Packs so konvertiert, dass sie den Organics-Shader verwenden und als Teil der Produktionspipeline korrekt durch Houdini verarbeitet wurden. Houdini ist eine Anwendung zur Erstellung von 3D-Animationen und Spezialeffekten. Für den nächsten Abschnitt möchte ich kurz drei Begriffe auffrischen. Parallax Occlusion Mapping, Tessellierung und Displacement Maps. Das Parallax Occlusion Mapping oder auch Parallaxenokklusionsabbildung ist eine Technik, die Materialien den Anschein von Tiefe oder Parallaxe verleiht. Es ist so konzipiert, dass die GPU in der Lage ist, pro Pixel genaue Schattierungswerte zu liefern. Parallaxenmapping bezieht sich auf die Verschiebung der Texturkoordinaten und Okklusion bezieht sich auf die Fähigkeit, das parallaxierte Ergebnis genau zu schattieren. Es berücksichtigt also bei der Verschiebung von Texturkoordinaten den Winkel des Betrachters relativ zur Oberfläche.
Daher werden die Texturkoordinaten bei steileren Betrachtungswinkel um einen höheren Grad verschoben. Dadurch bleibt die Illusion von Tiefe erhalten, obwohl es sich eigentlich um eine flache, zweidimensionale Textur handelt. Allerdings ist Parallax Occlusion Mapping ein rechenintensiver Prozess. Diese Technik wird im Regelfall daher nur bei kleineren Materialien verwendet, an die der Betrachter nah herankommen kann. Texturen, die weiter entfernt sind, profitieren wenig vom Parallax Occlusion Mapping, da sich der Blickwinkel nicht wesentlich ändern kann. Tessellation, Tessellierung, ist eine Technik, mit der man primitive Formen, Dreiecke, Linien, Punkte und so weiter auf der Grafikkarte erzeugen kann. Insbesondere aber kann man damit eine Geometrie in ein feineres Mesh, ein feineres Polygonnetz unterteilen, um so feinere, glattere Formen zu erhalten. Und zuletzt Displacement bzw. Displacement Maps. Hierbei handelt es sich um Graustufentexturen, die auf Objekten abgebildet werden, um auf einem ansonsten flachen Objekt ein echtes Oberflächenrelief, also Erhebungen und Vertiefungen, zu erzeugen. Bei Displacement Maps werden Vertiefungen und Erhebungen Teil der Geometrie des Objekts und verändern die Topologie. Da Displacement Maps ein echtes Oberflächenrelief erzeugen, erzeugen sie somit auch Schatten und Silhouette, um so Unebenheiten, Grate und andere Oberflächenvariationen, die Schatten werfen, zu simulieren, die einer auf Blickwinkel basierenden Verschiebung korrekt folgen. Mit diesem Wissen zu Parallax Occlusion Mapping, Tessellation und Displacement Maps geht's zurück zur Postmortem-Analyse. Einige neue technische Funktionen wurden in der Version Alpha 3.12 online gestellt, die Ians Team mit Begeisterung nutzt. Die erste ist Terrain Displacement, das das POM, das Parallax Occlusion Mapping, ersetzt. So kann man nun tatsächlich sehen, wie die Geländegeometrie tesselliert und verschoben wird, was tiefe und komplexe Überschneidungen mit Objekten ermöglicht. Die zweite Funktion ist die Biomakkumulation, das heißt, Assets können prozedural eine dünne Materialschicht auf ihrer Oberfläche erhalten, die vom jeweiligen Biom abhängt. Zum Beispiel sammelt sich Sand auf der Oberseite der Felsen auf Daymar. Dass CIG das Jahr abschließen und die Veröffentlichung von Alpha 3.12 erreichen wollte, konnten einige Monde nicht auf das erzielte Polishing-Niveau gebracht werden. Außerdem haben sie im Zuge der Einführung der neuen Arbeitsabläufe und Methoden in das Stanton-System festgestellt, dass die visuellen Stile zwischen einigen Monden zu eng beieinander liegen, wodurch etwas Vielfalt verloren ging. Mehr Assets werden die verlorene Vielfalt wieder erhöhen, so der Plan. Deshalb wird CRG in diesem Jahr Zeit und Energie in mehr Asset-Pakete investieren. Alle im Team waren sehr aufgeregt, schreibt Ian Leyland, die Gaswolkentechnologie als Teil des PU in Alpha 3.12 vorstellen zu können. Viele Kolleginnen und Kollegen haben hart gearbeitet, um dieses neue Feature zu entwickeln. Es ging also darum, ein Team zu gründen, das sich der Erstellung von Inhalten für Stanton widmet und dann zu schauen, was für die Lagrange-Punkte getan werden kann. Resümierend ist CRG sehr zufrieden mit dem Potenzial dieser neuen Technologie und dem Ergebnis dieser allerersten Release-Version. Da es sich um die erste Version handelte, gab es offensichtlich eine Menge herauszufinden, was die Leistung angeht. Und es gibt eine Menge, was CRG in Bezug auf die Verfeinerung der Pipeline tun kann. Außerdem gibt es in einigen Beleuchtungsszenarien ein sichtbares Rauschen, ein Dithering, was sie in Zukunft gerne reduzieren würden, wenn es die Leistung zulässt. CRG ist bereits dabei, den Entwicklungsworkflow zu verbessern und sucht nach Möglichkeiten, den Prozess zu optimieren. So erforscht Ian Leylands Team, wie sie die Weltraumvisualisierungen im Hintergrund in mehr minisystembasierte Formen zusammenfügen können.
Für zukünftige Gameplay-Möglichkeiten suchen Sie nach Möglichkeiten, das Risiko-Belohnungs-Gameplay innerhalb der Gaswolken mit Elementen wie Blitzen, Strahlung, Temperaturbereichen und Flughandling zu fördern. Und jetzt kommt es zum letzten sehr techniklastigen Abschnitt, wo ich auch teilweise darauf verzichtet habe, einige Themen zu übersetzen, weil ich sie inhaltlich nicht verstehe und das reine Vorlesen, ohne es erklären zu können, denke ich, macht keinen Sinn. Und dementsprechend geht es auch um die Technology-Abteilung und Marco Corbetta, dem Vice President of Technology, der schreibt: Für Star Citizen Alpha 3.12 konzentrierte sich das Grafikteam hauptsächlich auf die Verbesserung der Stabilität und die Behebung von Fehlern bei den verschiedenen Grafikfunktionen, die in dieser Version verwendet werden. Viele der Fehlerkorrekturen bezogen sich auf die Einführung von Gaswolken, wie zum Beispiel das Beheben eines sichtbaren Dithermusters, wenn die Sonne von einer Wolke verdeckt wird, und das Verhindern des Clippings von Gaswolken und Partikeln innerhalb von Raumschiffen durch die Verbesserung des volumetrischen Culling- und Partikel-Culling-Systems. Der Begriff Culling bezeichnet ein Prinzip aus der 3D-Computergrafik, bei dem getestet wird, ob ein betrachtetes Objekt aktuell sichtbar ist. Und wenn ein Objekt nicht sichtbar ist, wird es auch nicht gestreamt und berechnet, beziehungsweise vice versa. Wenn es sichtbar ist, dann wird es gestreamt und berechnet, und das ist das Culling-System, die Culling-Logik. Solche Probleme waren zu erwarten, schreibt Marco Corbetta weiter, aber größtenteils unvermeidbar. Denn obwohl die Technik bei der Entwicklung von Squadron 42 ausgiebig genutzt wurde, sind die Grafiken und Szenarien im Persistent Universe vollkommen anders. Außerdem bedeutete die Sandbox-Natur des PU und die umfangreichen Tests, die das PU durchläuft, dass viele der zuvor genannten Probleme, der unbekannten Probleme, entdeckt oder mit hoher Priorität bearbeitet wurden. Das Team schaffte es weiterhin, Dutzende von anderen Fehlern zu beheben. Von aufpoppenden Schatten bis hin zu viel zu hellen, weil überbeleuchteten Szenen beim Streamen eines Planeten. Der Anteil der Zeit, die für die Behebung von Fehlern im Vergleich zu neuen Features aufgewendet wurde, war höher, als CIG es sich gewünscht hätte. Aber am Ende des Jahres liegt der Schwerpunkt immer auf Stabilität und Qualität. Und die Arbeit an den Features wurde bereits wieder aufgenommen, sodass dies kein Grund zur Sorge ist. Trotz der Verlangsamung der Feature-Arbeit haben sie es geschafft, gute Fortschritte beim neuen Gen 12 Renderer zu machen, der seit Beginn 2021, also seit Beginn dieses Jahres, CIGs Hauptaugenmerk ist. Das Physics-Team arbeitete am volumetrischen Softbody-Prototyp sowie am zugehörigen Rendering der volumetrischen Deformation. Außerdem wurden verschiedene Optimierungen in der Physik vorgenommen. Zum Beispiel verbesserte Marcos Team das Threading verschiedener Subsysteme, fügte schnellere räumliche Grid-Abfragen hinzu, entfernte den Konflikt beim Zugriff auf die lokale Befehls-Queue, eine Queue ist eine Warteschlange, und entfernte den Konflikt bei den Schrittfunktionen für KI-NPCs und Lebewesen, was die Schrittleistung für diese NPCs und Lebewesen um den Faktor 2 bis 5 verbesserte. Weiterhin haben sie eine bessere Methode zur Vorphysikalisierung der für die Kollisionsprüfung verwendeten Planetengeländefelder implementiert. In Bezug auf die Kollisionserkennung haben sie auch ein langjähriges Problem behoben, das zu sogenannten Geisterkontakten führte, die weit von der Verarbeitung der tatsächlichen Kontakte entfernt waren. Außerdem wurden Verbesserungen an der Event-Queue vorgenommen und der erste Entwurf zur Ausbreitung von physikalisierten Schockwellen wurde erarbeitet und kastenförmige Physics-Grids, Physikgitter und Geschosswiderstände wurden auch hinzugefügt. Die Signed Distance Fields-Unterstützung wurde verbessert und es wurde mit der Erforschung von Verbesserungen beim Setup der Touch-Bending-Vegetation begonnen. Ihr erinnert euch, das habe ich einmal erklärt, Touch-Bending sorgt für die Berechnung, dass Grashalme Vegetation sich biegt, wenn wir durchlaufen oder sie anfassen. Den Link zu dem betreffenden Video, den packe ich euch hier rechts oben rein, wenn ihr da nochmal reinschauen wollt in das Video. Beim Renderer setzten sie die laufende Gen 12 Umstellung und das damit verbundene Refactoring fort. Zum Beispiel fügten sie ein parametrisierbares Feature Set für die Deferred Pipeline hinzu, implementierten Aktualisierungen der Ressourcensätze pro Objekt, einschließlich Render-to-Texture-Aktualisierungen für die
Grafikwerkzeuge für das Gen 12 Szenenrendering und das Zwischenspeichern des Status der Legacy Pipeline, um DirectX API Aufrufe zu sparen während der Umstellung auf Gen 12. Also ihr seht schon, das ist sehr, sehr technisch das Ganze, wobei im Moment kann man es noch verstehen, wenn man meinen Videos einigermaßen folgt. Zum Beispiel hatten wir da auch Shader besprochen. Im Shader-System haben sie den gesamten Programmcode für das Nachladen von Shadern aufgeräumt, was die Shader-Bearbeitung während der Entwicklung verbessert und eine deutlich verbesserte Reaktion beim Ändern von Systemspezifikationseinstellungen, zum Beispiel Grafikeinstellungen, die die Verwendung verschiedener Shader-Kombinationen erfordern, ermöglicht. Auch haben sie mit einem größeren Refactor des Shader-Cache-Backend-Systems begonnen, da es ziemlich veraltet ist und eine ständige Quelle des Ärgers in Bezug auf Wartung und Gen-12-Fitness darstellt. Mehrere Optimierungen wurden im Render-Code vorgenommen. Zum Beispiel wurde die Art und Weise, wie Materialkonstanten auf die GPU hochgeladen werden, vereinfacht und optimiert. Auf der Grafikseite wurden verschiedene Korrekturen für die Tiefenschärfe bereitgestellt. Der Haar-Shader erhielt mehrere Verbesserungen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, spiegelnde Highlights auf Wimpern zu deaktivieren, verbesserte Boundary Occlusion an Haarlinien, Unterstützung für Umgebungslichter im Forward-Shading sowie eine verbesserte Haarqualität bei Kameraschnitten. Die Dual-Lobe-Approximation wurde für den Haut-Shader verbessert und der Augen-Shader erhielt ebenfalls einige Verbesserungen. Wenn ihr jetzt verzweifelt, wer mehr zur Boundary Occlusion und der Dual Lobe Approximation wissen möchte, das habe ich gerade jüngst in meinem Video vor 3 Wochen erklärt und den Link dazu blende ich euch ebenfalls hier rechts oben ein. Was Atmosphären, Wolken und den Unified Raymarcher angeht, so sind die im letzten Postmortem, in der letzten Postmortem-Analyse erwähnten Verbesserungen nun in Alpha 3.12 verfügbar. Nachdem das alles aus dem Weg geräumt ist, wurde die meiste Zeit auf das volumetrische Wolkenrendering verwendet. Der erste Entwurf des Wolkenrenderers wurde implementiert und die Arbeit an volumetrischen Wolkenschatten macht gute Fortschritte. Die Arbeit an Verbesserungen für die lokale Wolkenformung wird jetzt starten. Allerdings ist zu beachten, dass bis zur Veröffentlichung von Wolken noch eine ganze Menge Arbeit zu bewältigen ist. Für das Core-Engine-System hat CRG einen dynamischen Zonen-Culling-Pfad in das Zonensystem implementiert. Außerdem haben sie ein paar Culling-Fehler in Bezug auf die Sichtdistanz behoben, die mit pixelgroßen Objekten zu tun hatten und in Alpha 3.11 auftraten. Die Citizens hatten bereits bemerkt, dass sie jetzt Spieler sehen können, die über 1 Kilometer entfernt sind, anstatt nur ein paar hundert Meter. Als eine weitere Optimierung hat CRG mehrere parallele Spawn-Queues auf jedem Spielserver eingeführt. Das ermöglicht es, mehrere unterschiedliche Orte wie Lorville und New Babbage parallel in separaten Threads auf demselben Server zu spawnen. Bisher war es so, dass es nur eine einzige Queue, eine einzige Warteschlange gab, sodass in diesem Beispiel erst New Babbage gestreamt werden würde, wenn Lorville vollständig gespawnt ist. Auf stark ausgelasteten Servern kann diese Optimierung in einigen Fällen die Wartezeit wirklich reduzieren. Zum Beispiel beim Spawnen von Wellen von KI-Schiffen oder beim Respawn in einem Hab. Die Art und Weise, wie die Engine den Ablauf der Zeit misst, wurde komplett überarbeitet. Die Genauigkeit wurde sowohl bei der Messung der Zeit als auch bei der Synchronisation zwischen Servern und Clients verbessert. Die Art und Weise, wie die Engine die Zeit verwendet, um ihre Logik- und Physiksimulation zu aktualisieren, wurde geändert, um Fehler zu beseitigen, die dazu führen konnten, dass die Simulationszeit auf dem Server und den Clients unterschiedlich verlaufen konnte. Viele kleinere Fehler, die bei langlaufenden Servern zu Zeitfehlern geführt hatten, wurden ebenfalls behoben. Die Netzwerksynchronisation von Raumschiffen, Fahrzeugen und Physikobjekten wurde aktualisiert, um die Vorteile der Verbesserungen voll auszuschöpfen. Das kumulierte Ergebnis all dieser Änderungen war eine signifikante Reduzierung von Latenz- und Desynchronisationsproblemen in vielen Bereichen, selbst unter harten Testbedingungen für Netzwerk- und Serverleistung. Neben der Verbesserung des allgemeinen Spielerlebnisses war diese Arbeit ein notwendiger Schritt in Richtung Server-Meshing, bei dem die Simulation des Spiels über mehrere Spielserver hinweg aufgrund von diesen Timing-Fehlern die Desynchronisationsprobleme massiv verschlimmert hätte.
In Vorbereitung auf das Server-Meshing hat das Team die verbleibenden Aufgaben zur Konvertierung des Programmcodes in die Authority API durchgeführt. In den letzten 12 Monaten gab es eine koordinierte Anstrengung von allen Teams, um den Code der Game End Engine auf dieses neue System zu aktualisieren. Dank ihrer Arbeit konnte ein Großteil dieser Aufgaben abgeschlossen werden. Mit einem konzentrierten Vorstoß konnte die Anzahl der verbleibenden Aufgaben auf eine einstellige Zahl reduziert werden. In einem Server-Mesh kann sich ein Client während einer Spielsitzung mit vielen verschiedenen Servern verbinden. Ein Teil der Arbeit in Richtung Server-Meshing erfordert die Aufteilung des Prozesses der Verbindung eines Clients mit einem Server in verschiedenen Phasen. Diese Phasen können dann unabhängig voneinander ausgeführt werden, ohne dass ein Client seine bestehende Spielsitzung komplett aufgeben muss. In dieser Hinsicht wurden bereits erhebliche Fortschritte erzielt, obwohl noch viel Arbeit zu leisten ist. Ja, sehr viele spannende Informationen. Wie gesagt, das Physics Grid System fand ich einfach eine ganz wichtige Sache zu wissen, dass das nichts Alltägliches ist, was CRG hier macht. Und gerade gab es wieder einen Artikel von Peter Bartke von GameStar, jetzt in der aktuellen GameStar, wo ich mir wieder einen Kopf gefasst habe. Ich kann natürlich seine Argumentation verstehen, auf der anderen Seite leben und leben lassen. Es ist bei mir zumindest nicht so, dass ich enttäuscht bin darüber, dass sich das Spiel verschiebt, sondern mich fasziniert einfach der Blick hinter die Kulissen, die offene Entwicklung und einfach der Detailgrad, mit dem hier gearbeitet wird. Und das kann jemand wie ein Redakteur, wie der Peter Bartke, der nur so von außen drauf guckt und sagt, ist immer noch nicht da, ist ja doof. Und die Community wartet lethargisch weiter ab. Der kann das natürlich nicht verstehen. Gut, der sollte mal meine Videos gucken, dann würde er es verstehen. Kann ich einfach nicht mit eingehen und das ist halt jemand, der von außen dabei ist und da nur drauf guckt und sagt, oh, ist immer noch nicht draußen, der wird es einfach nicht begreifen können, was hier passiert. Und das ist einfach das, was ich euch gerne vermitteln möchte mit meinen Videos, auch wenn sie sehr lang sind, auch wenn sie sehr tiefgreifend sind, sehr tiefgehend sind, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, was hier entwickelt wird. Und das ist einfach großartig. Es ist einfach in einem Detail und in einer technischen Komplexität, die noch nie da gewesen ist. Und mich fasziniert das immer wieder, wenn ich hier in diese Themen, in diese Techniktiefen einfach eintauche, gemeinsam mit euch. Und das ist nicht nur das Physics Grid System und die ganze technische Komplexität, was wir ja auch gerade wieder in der Postmortem-Analyse gelernt haben, was der Marco Corbetta da schreibt, das geht über mein Verständnis hinaus. Und ich denke mal schon, ich habe so einigermaßen gutes Verständnis für das, was da passiert, aber das ist einfach echt ein bisschen zu viel. Aber auch hier sieht man, sie versuchen, das Unmögliche möglich zu machen. Ich bin sehr beglückt über das, was er am Ende schreibt, nämlich, dass sie mit dem Server-Meshing schon relativ weit fortgeschritten sind. Auch das ist ja eine Sache, die wirklich auf der Kippe stand, wo sie nicht wussten, ob sie es hinkriegen, genauso wie zuvor das Object-Container-Streaming. Das sind so viele Meilensteine, die noch keiner versucht hat. Und
die CIG nicht nur versucht, sondern die es machen, egal was da kommt. Und auch das Quantumsystem wird auch ein weiterer Meilenstein werden. Ich finde das, wie gesagt, alles sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend. Grafisch natürlich Horizon ein absolutes Highlight. Freue ich mich noch mehr drauf eigentlich als auf Pyro, wobei ich natürlich auch da sehr gespannt drauf bin. Wie schon bereits angedeutet und angemerkt, es wird ein sehr, sehr spannendes Jahr 2021, auf das ich mich sehr freue. Jetzt lasse ich euch mit diesen vielen Eindrücken und Informationen aber erstmal ziehen und das wirken, was ihr hier so an Informationen mitbekommen habt. Ich danke fürs Zuschauen, bedanke mich bei meinen Unterstützern auf tippi.com, www.tippi.com/astrosam, die sich mit dem einen und anderen Euro bedanken für die viele Arbeit, die in diese Videos reinfließt. Kommt auch ihr gerne dazu. Ich freue mich über eure Unterstützung. Gibt es auch so das ein und andere extra. Markiert euch Samstagabend auf dem Twitch-Kanal von Heisho von Dennox. Link hier in der Videobeschreibung. Da wird das Sam-Sprachpaket für Eva vorgestellt. Steht zum Download bereit. 1,8 Gigabyte. Jede Menge Unterstützung und Spaß und Texte zum Lauschen. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal auf diesem Wege ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss. Cheers.